Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, zu diesem etwas heißen Sommerabend. Und das, was ich im Chat geschrieben habe, war nur halb ernst gemeint. Also ich bin gespannt, ob es nicht auch zu heiß ist, um zu denken und zu lernen. Das werden wir jetzt gleich wahrscheinlich erleben oder nicht erleben. Schauen wir mal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe Philosophy Jam, einem Format auf Sozioplus, wo es darum geht, gemeinsam Dinge zu lernen, meistens in Form eines Videos, Interviews, wie auch immer. Das schauen wir uns gemeinsam an und darüber diskutieren wir dann sowohl im Chat. Und wer mag, kann auch Fishbowl-mäßig auf Discord kommen. Moin Marvin aus Wilhelmshaven, schön, dass du dabei bist. Hallo Teldria, schön, dass du auch wieder dabei bist zu so später Stunde und bei so hohen Temperaturen. So, ihr könnt, ihr Lieben, ihr seht, ich hoffe, das kann man gut sehen, eingeblendet jetzt tatsächlich den Chat von allen Plattformen gebündelt im Bild. Beim letzten Mal kam ja die Anregung, dadurch, dass wir parallel auf YouTube, Twitch und so weiter streamen, unterschiedliche Kanäle bei mir Kommentare bei mir reinlaufen. Aber Leute, die zum Beispiel auf Twitch das verfolgen, sehen es nicht. Das sieht man jetzt sozusagen im Bild von allen Kanälen, die Kommentare, die reintrudeln und auf die ich mich dann beziehen kann. Letztes Mal ging leider wieder wegen Migräne nicht. Ach so, aber du warst doch am Anfang, warst du, glaube ich, dabei. Du hast doch, glaube ich, dann abgebrochen. Ne? Guten Abend. Sigmund freut sich. Schön, dass du auch dabei bist. So, kann man das einigermaßen lesen mit, ich kann es noch mal ein bisschen größer machen. Dann kann man es vielleicht erkennen, aber müsste eigentlich ganz, ganz okay sein. Ansonsten, wie gesagt, ich lese ja die Kommentare vor oder die Fragen, die relevant sind, die spannend sind. Und dann geht das schon ganz gut. Hallo Tom November, schönen warmen Abend zusammen. Ja, definitiv. Ich habe natürlich jetzt hier das Glück, in meinem kleinen Home-Studio zu sitzen, das ja nochmal zusätzlich abgedichtet ist mit Schaumstoff und Scheinwerfern, Licht und geschlossenen Fenstern. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Wärmeentwicklung hier noch im Laufe des Abends mausert, quasi. So, was haben wir heute vor, beziehungsweise was habe ich mir heute gedacht, was ich mit euch gerne gemeinsam anschauen, kommentieren, diskutieren möchte? Ich habe wieder im großen Internet auf YouTube gestöbert und bin auf ein Interview gestoßen von einem Wissenschaftsphilosophen, Philosoph generell, Wissenschaftstheoretiker, sagen wir so, und einem Philosophen aus Wien, aus Österreich, ist aber um die halbe Welt gezogen, um dort zu lehren, zu arbeiten. Ich spreche von Paul Karl Feierabend. 1924 in Wien geboren, 1994 leider in der Schweiz verstorben. Und er war tatsächlich von 1958 bis 1989 Philosophieprofessor in Berkeley in Kalifornien. Und hat da sehr, sehr lange sozusagen gelehrt. Dann zeitweilig England, Deutschland, Neuseeland, Italien, Schweiz und zum Schluss war er an der ETH Zürich tätig. Bekannt oder das, was, wenn man Feierabend schon mal gehört hat, gibt es einen Slogan von ihm, der bei vielen in den Köpfen hängen geblieben ist. Darüber wollen wir heute gar nicht so vertieft sprechen oder vielleicht dann doch sprechen, je nachdem, wie dieses Interview jetzt aussieht. Weil es gibt einen Slogan, der mit Paul Feierabend in Verbindung gebracht wird. Und dieser Slogan heißt Anything Goes.
Hallo Farbvielfalt, vielen Dank für deinen Follow. Anything Goes wurde verknüpft mit Feierabend, der so eine Art Wissenschaftsanarchie ausgerufen hat. Also er war ein Kritiker der wissenschaftlichen Methode an sich. Ganz am Anfang war Feierabend ein Fan oder ein Verfechter, wie man, oder ein Follower oder was auch immer man sagen kann, von Karl Poppers kritischem Rationalismus und hat das sozusagen auch unterstützt und weitergegeben. Und irgendwann wurde er aber selber Kritiker dieser Methodik und hat sozusagen alle Methodiken der Wissenschaft so ein Stück weit in Frage gestellt, beziehungsweise nicht alle Methodiken in Frage gestellt, sondern sie gleichgestellt, zum Beispiel auch mit Erkenntnisgewinn aus der Kunst und so weiter, und hat eben gesagt, die Wissenschaft sollte nicht als das höchste Gut emporgehoben werden, wenn man so will. Das war das, was man ihm zumindest auch ausgelegt hatte als wissenschaftstheoretischen Anarchismus. So haben viele das bezeichnet. Und wie gesagt, mit dieser Formel, anything goes, alles ist irgendwie erlaubt, alles geht. Also es ist egal, Hauptsache man kommt irgendwie ans Ziel. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Aber das ist ja jetzt die große Frage. Also wir haben jetzt 44 Minuten Interview mit ihm, und zwar ein Jahr vor seinem Versterben. Also wirklich am Ende seiner Lebenszeit, die er sich wahrscheinlich noch länger hätte vorgestellt. Also er war dann schwer krank an einem Hirntumor erkrankt. Ich weiß nicht, ob er es an dem Tag, wo er das Interview geführt hat, da schon wusste. Aber man kann sagen, er war schon in dem fortgeschrittenen Alter, dass er zurückblicken kann auf das, was er damals geschrieben hat. Und er hat sich damit sicherlich keine Freunde gemacht in der Wissenschaft. Er wurde stark angefeindet zu der Zeit, wo er diese Schriften verfasst hat. Und hatte auch da lebenlang mit so ein Stück weit mit zu kämpfen. Und vielleicht kommt das ja alles mit so in diesem Interview durch. Ich finde ihn eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ich finde ihn deshalb spannend, weil er von seinem Habitus her eben nicht dieser typische, ja, akademische Elfenbeinturm-Mensch ist, sondern er auch immer versucht hat, Wissenschaft in den Alltag irgendwie zu ziehen und sich auch ein bisschen lustig zu machen über die Machtstrukturen durch Wissenschaft etc. So oder so, seine Art zu reden, haben mich auf Anhieb angesprochen, und ich habe mir gedacht, wir gucken uns gemeinsam heute dieses Interview an und diskutieren dann an der einen oder anderen Stelle über ihn und seine Aussagen, oder vielmehr seine Aussagen, die er in diesem Interview tätigt. Das Interview wird geführt von Rüdiger Safranski. Ja, manche werden ihn vielleicht noch kennen aus dem Philosophischen Quartett. Und ja, wie gesagt, 1993, Paul Feierabend, und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal gemeinsam da rein. Herr Feierabend, wir sind hier in Rom vor dem Petersdom. Welche Bedeutung hat diese monumentale Anwesenheit des abendländischen Geistes für Sie? Ja, eigentlich keine große. Ein schönes Bauwerk, wo man hineingehen kann, alle möglichen Überraschungen erleben kann. Einheit des Abendlandes, oh, das ist so eine Rederei, nicht? Das imponiert mir nicht sehr. Ihre Philosophie ist doch gegen diese Art von Zentralismus. Ja, ich weiß nicht, wie zentral dieser Wertezusammenhang war und wie viele Leute auf dem Land, nicht der Bauern, sich von diesem Wertezusammenhang berührt, gefühlt haben. Da drinnen sind ja die Großkopferten gesessen, also die teilweise die Intellektuellen der Kirche, teilweise die Machtherren der Kirche. Was hat der Bauer gehabt? Er hat einen Dorfpfarrer gehabt. Dorfpfarrer sehr oft konnten überhaupt nicht lesen, was sie denen mitgeteilt haben. Wer weiß, wie das zusammengehangen hat mit dem, was da überlegt worden ist auf Konzilien, auf Zusammentreffen und so weiter. Also es ist zwar schön zu denken, dass da eine große Einheit war, aber
Das Problem für mich war, hat es eine solche Einheit überhaupt gegeben? Oder war das nicht nur eine Einbildung in den Köpfen einiger Leute, die sie dazu geführt haben, Kriege zu führen, um sie zu verteidigen, diese nicht bestehende Einheit? Aufklärung, hat der Kant gesagt, ist Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und er damals hatte es mit der Unmündigkeit durch Religion zu tun, ja, und Aberglauben, religiösen Aberglauben. Wir sind doch auch sicher ein Aufklärer in dieser Tradition. Gegen welche Unmündigkeiten? Na, schauen Sie mal, es gibt, was er noch gesagt hat später. Wenn ich einen Pfarrer habe, der mir sagt, wie ich mein Seelheil finden kann, und wenn ich einen Arzt habe, der mir sagt, was für eine Diät ich halten muss, dann brauche ich nicht mehr zu denken, dann brauche ich nur zu zahlen, nicht wahr? Naja, die meisten Patienten heute sind so, und sie verlassen sich auf den Arzt, und es wäre in ihrem eigenen Interesse, im Interesse ihrer eigenen Gesundheit, sehr, sehr gut, nicht wahr, dass sie ein bisschen nachdenken darüber, über den Arzt, nicht? Das wäre nicht Aufklärung, also einfach für sich selber. Und viele Leute, deren Verwandte verhunzt worden sind durch ärztliche Behandlung, die sind ja schon ein bisschen mehr wach geworden, denn jetzt zwei Doktoren, nicht wahr, und auch die Ärzte wegen der vielen Anklagen, Gerichtsverfahren, denen sie unterworfen worden sind, werden auch schon vorsichtiger. Also unmündig, schauen Sie, in einer gewissen Hinsicht sind wir alle fortwährend unmündig. Wir verstehen überhaupt nichts vom Leben der Mindoro und so weiter, das eine ganz andere Lebensform ist und vor der sich viele Leute scheuen, wenn sie davon hören, eben weil sie nicht wissen, wie das von innen her ausschaut. Also Unmündigkeit ist eigentlich... Unmündigkeit ist in gewisser Hinsicht das Schicksal der Menschen. Außerdem, warum soll man nicht an etwas glauben? Ich meine, ein vernünftig gehandhabter Glauben, nicht an eine Kirche, an ein Schicksal und so weiter, das gibt eine Sicherheit durchs ganze Leben. Manche Leute, ihr ganzes Leben ist geleitet von einem Glauben. Ihr Unheil können sie durchstehen, weil sie den festen Glauben haben. Also, dass ich da deshalb nicht auf die Religion spucke, wird mir nicht einfallen. Das habe ich einmal gemacht, da war ich ein rabiater Atheist, aber jetzt im Augenblick keine Spur. Es gibt so viele Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Ein Mensch braucht viel Hilfe. Also heutzutage, was Menschen brauchen, ist ja etwas mehr Freundlichkeit, Hilfe als Aufklärung und weiß Gott noch was nicht. Viele Leute sind ja schon ziemlich aufgeklärt mit politischen Skandalen, nicht? Und mit dem Wissen, dass die meisten Ärzte eh nichts wissen und nur viel Geld einstecken. Das sind ja alte Geschichten im alten Griechenland schon, heißt nicht, weil ich gehe von einem Arzt zum anderen, da Aristophanes viel Geld verlangte, geheilt werde ich nicht. Also in dieser Hinsicht sind viele Leute aufgeklärt. Was sie brauchen, ist ein bisschen mehr Möglichkeit des Vertrauens an irgendetwas, wenn es höhere Mächte sind, macht es auch nichts. Nicht? Wenn ihr das mit einem Priester zusammen tun, macht es auch nichts, der kann ein Freund werden und so weiter. Also es gibt viele Weisen des Lebens, wenn man so sagen, ausgehen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Naja, vielleicht stimmt es für gewisse Leute, nicht wahr? Schauen Sie, bemerkst du nicht, dass deine Frau dich betrügt? Bemerkst du überhaupt nichts, wenn sie nach Hause kommt, hat sie das leise Lächeln um ihre Lippen herum, das sie nie hat, wenn sie bei dir zu Hause ist. Also, schau doch ein bisschen, nicht wahr? Betrüg dich hinten und vorne, dann nimmt das Geld aus deiner Tasche. Das ist Aufklärung, nicht? Und die manchmal ganz nützlich wäre. Oder umgekehrt, nicht wahr? Oder auch an die Kinder, wenn sie schon erwachsen sind, an den Eltern hängen. Schau, schau doch ein bisschen. Dein Vater ist doch eigentlich ein großes Arschloch, nicht wahr? Aber liebe ihn, ja, aber sieh doch seine Grenzen an, nicht wahr? Und hilf mir ein bisschen. Also solche konkrete Aufklärung, die tut viel Nutzen im Freundeskreis. Und auch in Sicherheit, nicht wahr? Sich dann einem sagen, nicht wahr, ich vertraue einem Glauben, ich vertraue einem Menschen, alles das gehört dazu. Die Aufklärung war zu einer Zeit, wo gewisse Leute das alles beiseite schieben wollten, weil es sie nervös gemacht hat, dann verallgemeinert auf alle Menschen, wo doch die Religion für viele Menschen ganz, ganz gut war, nicht? Also an der Stelle, ich kann ihm natürlich super, ich höre ihm super gerne zu. Er ist halt einfach ein, also mich spricht er extrem an, weil wir wahrscheinlich da ähnlich veranlagt sind, so ein bisschen. Ja, dieses, man merkt ihm an, dass er so ein bisschen dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Elfenbeinartige ja im Grunde genommen kritisiert.
Hallo Eier-Eule, du fragst, was passiert hier gerade? Wir machen einen Philosophy-Jam, das heißt, wir diskutieren über, in dem Fall über Paul Feierabend und das, was er so denkt und was er philosophisch vertreten hat. Da schauen wir gemeinsam uns dieses Interview an und diskutieren darüber, wenn man denn Lust hat, dazu das zu tun. Tom schreibt, Ärzte haben Schweigepflicht, wenn es um ihr Honorar geht. Ja, da auch. Also, nochmal kurz zusammengefasst, was Feierabend in den ersten 5 Minuten sagt, ist ja so ein bisschen, ich glaube, er will diese Überhöhung, die Philosophie ja oftmals mit sich bringt, der große Kant, die großen Gedanken, die großen Gedankengänge und so weiter, die will er einfach grundsätzlich auf den Teppich zurückholen und sagen, im Grunde genommen, was hat das eigentlich mit der Lebensrealität von Menschen zu tun? Also in dem Fall hat er jetzt angefangen mit dem Petersdom, also damals früher, wenn die großen Päpste und ihre Kardinale die großen Richtlinien der weltlichen Geschicke über geistliche Themen definiert haben, hat der Dorfpfarrer davon im Grunde genommen nichts mitbekommen. Aber der Dorfpfarrer war sozusagen das direkte Bindeglied zur Gemeinde und zu den Bauern vor Ort und so weiter. Der hatte diese Lebensbindung, die er eben kritisiert, dass die sogenannten Großkopferten, sei es jetzt im großen Petersdom, aber auch eben in den großen wissenschaftlichen Elfenbeintürmen der Philosophie, ein Kant und so weiter, der ja nicht so wahnsinnig unters Volk sich begeben hat, so wie man zumindest hörte und las. Und da eben sehr viel aufgeblasen wurde. Und hier an dem Begriff eben der Aufklärung, also wo er sagt, was ist Aufklärung, was ist Unmündigkeit etc. Und was Feierabend hier immer wieder versucht, ist das runterzubrechen auf das Leben des Einzelnen, auf das Leben der ganz normalen Menschen. Um zu sagen, eigentlich was Menschen brauchen, ist Anleitung, Hilfestellung beim konkreten Leben. Und eben nicht unbedingt diese hohen Sphären der Philosophie, die die Philosophie ansonsten immer wieder zu bieten hat, von Weltgeistern und Pipapo. Sondern Feierabend war im Grunde genommen eine Art Verfechter, ja, wie gesagt, die Philosophie so ein Stück weit und die Wissenschaft auf den Teppich zurückzuholen. Und immer wieder zu sticheln und zu stacheln und zu sagen, liebe Wissenschaft, verliert den Bezug zur Realität, zur Lebenswirklichkeit vieler verschiedener Menschen nicht. Geht raus aus euren Elfenbeintürmen. So ist zumindest jetzt am Anfang das, was ich daraus ein Stück weit lese. Und es macht es mir sehr sympathisch, weil natürlich Wissenschaft, er sagt ja nicht, dass Wissenschaft per se so ist und schlecht ist, sondern er prangert im Grunde genommen ja dieses Gefälle an, diese Asymmetrie an, dieses von oben herab ein Stück weit an oder das in sich Geschlossene, diese Bubble an. Also wenn Wissenschaftler in einer Fachkonferenz untereinander sich austauschen, ist das super, aber das bringt sozusagen in den seltensten Fällen den einzelnen Menschen wenig und er fordert, glaube ich, einfach nur diese Brücken herzustellen. Und dass Wissenschaft eben rausgeht aus diesen engen Blasen und vielleicht ein Stück weit weniger nur mit sich selbst zu beschäftigen, als vielmehr etwas fürs Leben zu tun. Und was eben noch durchdrang, das ist so ein bisschen das Plädoyer, das hat mich so ein bisschen an Luhmann, auch da ist er wieder, da kommt er wieder ins Spiel, das werden wieder einige aufstöhnen. Aber natürlich, wenn er sagt, naja, es gibt eine Religion, wenn es Leute gibt, die sozusagen Glaube oder Religion, wenn es was nutzt, ist es doch okay, ist es doch gut, solange es niemand schadet. Also wenn, und das eben, wenn das Wissenschaft von vornherein absolut nur verteufelt, kann das doch nicht der wichtigere Weg sein, weil im Grunde genommen geht es um Vertrauen. Und Vertrauen löst vielleicht oftmals Probleme und das erinnerte mich wiederum an Luhmann, Vertrauen als Komplexitätsreduktion, als Mittel dessen. Und der Sonntagssoziologe schlägt die Hände über den Kopf im Chat zusammen. Ich nehme an, weil ich Luhmann gesagt habe, hoffe ich. Ansonsten nicht das, was ich bisher gequatscht habe, vielleicht. Also,
Feierabend, der in seinen frühen Jahren, natürlich, sagt er, Feierabend, der in seinen frühen Jahren ein extremer Religionskritiker und Feind war, wie er selber formuliert hat, er war ja ein radikaler Atheist, ein aggressiver Atheist, relativiert das am Ende und sagt halt, naja, auch das erinnerte mich übrigens an die Konstruktivisten ein Stück weit und auch an die Arbeit von Paul Watzlawick als Psychologe und seiner systemischen Therapieansatz, weil Watzlawick vertritt sozusagen im Kern den ähnlichen Ansatz. Der sagt nämlich, hör zu, mir ist es doch völlig wurscht, was in der Vergangenheit meines Patienten war. Ich bohre da nicht. Ich will schauen, was kann ich jetzt und heute tun, damit es meinem Patienten morgen besser geht? Und da geht es nicht darum, jetzt das ganze Leben aufzuarbeiten und da zu wühlen und die super Erkenntnis zu holen, sondern ich möchte konkret, und wenn es nur was ist, dass ich was in seiner Einstellung, also Stichwort Framing, verändere, dass es ihm dabei besser geht. Weil ich kann die Welt nicht verändern. Ich kann die Einstellung zur Welt ein Stück weit ändern und damit meinen Patienten helfen. Und daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert, diesen pragmatischen, konkreten Ansatz der Menschen hilft, weniger zu leiden. Was am Ende natürlich nicht passieren kann, und das ist das, was man Feierabend sicherlich dann vorgeworfen hat, dass man in einem so absolut belanglosen Relativismus abgleitet, dass man natürlich dann ja so Gebaren wie Donald Trump es tut, wo dann anything goes, wenn man das den Slogan dann hernehmen würde, natürlich brandgefährlich wird, weil man dann alles legitimieren und rechtfertigen könnte. Aber das meinte Feierabend gar nicht, sondern da geht es darum, wie kann ich Leben besser machen, ohne andere schlechter zu machen, das Leben anderer schlechter zu machen. So verstehe ich ihn hier zumindest. Und da ist es schon hilfreich zu sagen, liebe hohe Philosophen, sehr ganz nett, dass ihr da so die großen Themen wälzt in eurem kleinen Zirkel. Aber die Leute da unten, weiß ich nicht, ob das Leben letztendlich besser macht. 8 Watt, nicht nur das Gefälle der Unmündigkeit im Betrieb, auch im Zwischenmenschlichen. Ja, genau. Also hat er ja auch hier als Beispiel gesagt. Also wenn ein Mann oder eine Frau merkt, dass der jeweilige Partner einen vielleicht betrügt, das ist ja auch ein Fall der Aufklärung und der Mündigkeit. Also er sagt ja, aus Erfahrungen Mündigkeit erlangen, also die Erfahrung als Akt der Aufklärung, eben nicht jemanden zu haben, der von oben, von der Kanzel einem sagt, was Aufgeklärtheit ist, sondern ein Stück weit selber herausfinden und Interaktion mit anderen mündig zu werden. Und eben da ist vielleicht dieses Gefühl am Ende zu sehen, dass sozusagen einzelne WissenschaftlerInnen versuchen, von oben zu sagen, was ist eigentlich das Gute, ein Stück weit. Oder Menschen generell dazu neigen oder Eliten dazu neigen und so weiter. Und er eher dafür plädiert, dass das gemeinsam in Erfahrung und auch auf sehr einfache Art und Weise passieren kann. Tom November schreibt, zentrale Frage der antiken Philosophie war auch immer die Frage nach dem guten Leben. Ganz genau. Und eben nicht einfach nur, was ist sozusagen der Sinn des Lebens, woher kommt das alles, wohin und diese Dinge, sondern einfach ganz pragmatisch sich zu fragen, wie können wir gut leben? Und wir heißt in dem Fall ja auch wir als Gesellschaft. Also wie können wir unser Zusammenleben so organisieren, dass wir weniger leiden als vorher? So könnte man das vielleicht letztendlich ein Stück weit sagen. So, hören wir mal weiter. Wir haben ja noch viel, viel Stoff vor uns. Natürlich, ich meine, solange die Religion wie ein Business gehandhabt worden ist, wo sie die Macht gehabt haben, hat sie viel Schlechtes gemacht. Aber etwas an Sicherheit braucht man ja. Das kleine Kind braucht die Sicherheit seiner Eltern. Der erwachsene Mensch braucht die Sicherheit seiner Freunde. Ich weiß, was immer ich getan habe, was immer an Schlimmer, meine Freunde werden mich nicht fallen lassen. Eine solche Sicherheit braucht man. Und wenn er die Sicherheit anhängt an den lieben Gott, warum nicht? Das ist ja jedes Menschen persönliche Entscheidung. Aber so ein Aufklärungsfeld. Da macht das halt nochmal ganz deutlich. Also die Differenzierung, im Grunde genommen macht er sowas wie
den Unterschied zwischen Religion und Spiritualität, wenn man so will. Also zu sagen, ich trenne den Glauben von der Macht, von einer Machtinstitution. Und da ist ja dann immer die Grenze, wo es schwierig wird. Also an etwas zu glauben, kann Menschen helfen. Es kann Menschen natürlich auch schaden, wenn der Glaube halt dann so weit geht, dass man darunter leidet. Aber das Problem ist, wenn es Institutionen gibt, die ein Machtgefälle erzeugen und auch missbrauchen und ausnutzen und daraus Dinge ableiten, die halt nicht gut sind und daraus sogar Kriege ableiten. Also einer der größten Gründe für Kriege auf diesem Planeten war immer die Frage nach Kampf der Religionen und Kampf, aber nicht sozusagen aufs Kleinste runtergebrochen, sondern das wurde schon meistens in den großen, großkopferten Hallen entschieden und eben nicht der kleine Bauer, der gesagt hat, ach ja, wir könnten ja jetzt mal Krieg gegen den Islam oder gegen den Hinduismus oder keine Ahnung gegen was führen, sondern das wurde meistens dann so von oben debattiert und angestoßen letztendlich. Und das macht er halt eben ein Stück weit deutlich zu sagen, es ist keine Schande, wenn Menschen an irgendwas glauben, was andere komisch finden. Schwierig wird's, wenn daraus ein Machtapparat wird und andere dadurch so beeinflusst und beeinträchtigt, dass es zu Gewalt, zu Kriegen etc. kommt. Und ich finde, das ist eine gangbare, schöne Art, durchs Leben zu gehen, weil damit gewährleisten wir sowohl die Freiheit, an Dinge zu glauben und gleichzeitig den Schutz davor, von anderen unterworfen zu werden, die nach solchen Glaubensmustern handeln. Ich finde es eine sehr vernünftige, balancierte Herangehensweise, die natürlich aber sehr exotisch ist, weil das dazwischen oftmals nicht so gern gesehen wird, wie ein klarer Pol hier oder da, entweder oder. Entweder bist Atheist oder halt gläubiger Spinner oder umgekehrt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm zu sagen, er versucht eigentlich diese Mitte hinzubekommen. James 122 fragt, aber er ist kein Zyniker, Kyniker wie bei Diogenes aus der Tonne. Ich würde ihn nicht als, also hier gibt er sich nicht als Zyniker, wie er mal im Laufe seines Lebens war, er sicherlich mal zynischer, keine Ahnung. Hier interpretiere ich ihn jetzt nicht als zynisch, ganz im Gegenteil. Also hier erlebe ich ihn als sehr menschenfreundlich, wenn man so will. Und zynisch wäre für mich ja eher, wenn man einfach nur in diese Wunde bohrt und das Schlechte betont und sich darüber lustig macht. Aber hier, finde ich, meint man nimmt es ihm ab, dass es ernst meint. Auch wenn es natürlich mit diesem leicht Wiener Schmäh, der ja immer leicht arrogant und zynisch daherkommt. Aber hier würde ich ihn tatsächlich nicht als Zyniker sehen, sondern sehr als Pragmatiker. Dem ich es abnehme, ernsthaft die Probleme der Menschen zu sehen und wie ein gelungenes Leben der Menschen aussieht. Sonntagssoziologe schreibt an Tom, finde das gelungene Leben einen sehr inspirierenden Punkt, der mich zu einer steilen These bringt. Werde später mal im Stream anrufen, aber erst nochmal ein bisschen Video gucken. Gut, dann freuen wir uns auf deinen Anruf später und ich bin schon gespannt auf die steile These. Dann lass uns mal weiterschauen. Bildzug hinweg. Nur die Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis? Ja, nicht davon Elementarteilchen. Was nützen mir die Elementarteilchen, wenn ich mich aufhängen will vor Verzweiflung? Und dafür gibt es nichts in der Aufklärung. Wo gibt es da etwas in der Aufklärung für einen verzweifelten Menschen? Ne? Ihr Denken. Da bringt das halt einfach nochmal auf den Punkt. Also klar. Ist es natürlich spannend und so weiter, sich darüber Gedanken zu machen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was sind Elementarteilchen, was ist Quantenmechanik etc. pp. Und hier sieht man halt ganz klar, wofür er steht. Er sagt halt, was bringen also das Wissen um Elementarteilchen, was bringt mir diese Erkenntnis für einen Menschen, der gerade in tiefer Depression lebt und sich quasi das Leben nehmen will. Da hat die Aufklärung oder die sogenannte Aufklärung keine Antworten parat. Da braucht man nicht mit Elementarteilchen zu kommen, sondern muss was anderes sozusagen dem entgegenstellen und anbieten. Und ist natürlich die Frage, ob die Aufklärung da überhaupt den Anspruch hat, daran den Menschen zu helfen oder ob es nicht einfach nur die Suche nach einem höheren Sinn ist letztendlich. Genau, Lenz, also das meinte ich gerade. Jetzt hast du es justament kommentiert. Hat die Aufklärung denn den Anspruch, tiefe Depressionen zu heilen? Wahrscheinlich letztlich nicht.
Ja, hier ist ein bisschen Zeit verzögert, deswegen alles gut. Okay, aber es wird jetzt so ein bisschen der Standpunkt klar, was ihn eigentlich nervt oder ärgert. Ach, Watt, Hollebeck lässt, Olbeck lässt grüßen. Ich kenne tatsächlich die Werke nicht, nur den Titel Elementarteilchen. Ich weiß gar nicht, worum es darin geht. Aber wenn es da eine ähnliche Thematik gibt, kann das schon gut sein. So, ich mach mal weiter. Wenn es Ihnen jetzt auch nicht bei den Entscheidungen direkt hilft, aber ist es trotzdem eine Lebenshilfe? Schauen Sie, der Dorfpfarrer hat genug jeder Dorfarzt und Dorfpfarrer kennt alle die Leute in seinem Dorf mehr oder minder gut und kann Lebenshilfe leisten. Besser als irgendein Philosoph es kann. Ein Philosoph kann es, wenn er die Leute privat kennt. Es gibt nicht so allgemeine Lebenshilfe. Wissen Sie, da habe ich einmal bemerkt, mir angeschaut, ich schaue mal hier, sehr selten schaue ich mir intellektuelle Probleme am Fernsehen an. Das schläfert mich immer ein. Aber einmal hat es mich interessiert, nämlich eine Frau, die heißt Jeanne Hersch. Die ist eine Schülerin von Jaspers. Nicht? Und die hat so ein Interview gegeben. Die ist eine sehr ernste Dame. Nicht? Und am Ende ist sie gefragt worden, welchen Rat wollen Sie geben den jungen Leuten, die am Fernsehen sitzen? Das war so um Mitternacht, ja. Die jungen Leute, die am Fernsehen sitzen, die möchte ich sehen, wenn einer auf der einen Seite, auf der anderen Seite trinken. Und wer ist das da? Wieso hast du das Programm eingeschaltet und so weiter? Und die setzt sich dahin und fängt an zu sagen, ja, mein Rat würde... Ich habe gedacht, ganz kurz, weil Farbvielfalt fragt, wer ist Jaspers? Karl Jaspers ist ein Existenzphilosoph, also ein Vertreter der sehr hohen Philosophie, die sich mit der Frage auseinandersetzt, woher kommen wir, wohin gehen wir? Also alle Fragen, die man im Grunde genommen gar nicht wirklich beantworten kann, also eigentlich Fragen, die auch die Religion behandelt, nämlich woher kommen wir, wohin gehen wir? Nichts, was man eindeutig beantworten kann und der Umgang damit, mit Existenz grundsätzlich, das hat Karl Jaspers sozusagen in seiner Arbeit getan. So, Werner schreibt, möchte mich für mein Fernbleiben vom Sozioplus heute entschuldigen, war ein anstrengender Tag, aber er kommt ja auch sehr gut ohne mich klar. Gruß von G bis Denne und immer wieder der Tipp zum gelungenen Leben, die nikomachische Ethik vom ollen Aristoteles. Habe die Ehre. Ja, vielen Dank, Werner. Kein Problem. Gute Nacht euch beiden, dir und Gudi und auf bald. Vielleicht klappt es ja dann ein andern Mal. Gut, dann gehen wir weiter. Übrigens super witzig, also ich finde den Typ einfach geil. Das ist doch so völlig lächerlich. Man muss Menschen kennen, um ihnen einen Rat geben zu können. Muss man genau kennen. Also in einem Freundeskreis, nicht wahr? Da kann ich schon sagen, naja, schau, was du jetzt tust, ist ein großer Blödsinn, nicht wahr? Und weil ein Freund sich wehren kann, wenn so abstrakt auf dem Fernsehschirm eine hochgestellte Persönlichkeit einem armen, hilflosen, an die Weisheit der Worte, diese bisher glaubenden Menschen, das Boom, 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 nicht wahr? Der kann sich überhaupt nicht wehren. Ein Freund kann sagen, das ist das Blödeste, was ich jemals gehört habe, nicht wahr? Und die sagen das auch, nicht? Und Freunden ja, im Privat. Rat zu geben ist so schwer, schauen Sie mit meiner Frau, wir zwei, wir finden das aus, nicht? Weil es ist sehr schwer, einem anderen Menschen Rat zu geben. Es sind so viele Sachen. Etwas ganz anderes, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt habe, was mir da etwas aufgehen hat lassen, das ist auch, andere Leute haben das berichtet, aber vor langer Zeit ist mir mal passiert, ich bin, ohne es zu wissen, zugegangen auf einen Spiegel, habe ich also mich selber gesehen. Ich habe gedacht, was ist das für ein verabgekommenes Individuum? Ein sehr unsympathischer Mensch ist da auf mich zugekommen. Dann habe ich entdeckt, nicht, dass das ich bin. Und das Bild hat sich sofort geändert. Da sage ich, ja, lieber Himmel, was ist ein Mensch? Das kenne ich ja andere Leute. Zum Beispiel, ich habe einen Freund gehabt, nicht mehr wie ich 29 Jahre war, habe ich einen Freund gehabt, die war 40. Das war die Jugoslawin und die war die schnellste Frau Jugoslawiens. Also eine 100-Meter-Läuferin. Die ist auch auf der Olympiade gewesen. Und also, wie sie ungefähr 40 war, da haben wir so waren wir zwei Jahre miteinander, nicht wahr, heftig gestritten, dann wieder uns gern gehabt und so weiter. Nach vielen Jahren komme ich wieder nach Wien, habe gewusst, wo sie gewohnt hat, ich gehe hinauf, Leute an, die Tür geht auf. Da kommt so eine kleine, dicke Frau heraus, und habe gedacht, ah, die hat eine Haushälterin jetzt. Dann habe ich entdeckt, sie ist selber. Sofort war sie wiederum die Person von vorher, hat sich um. Ja, also was ist jetzt eine Person? Angeblich ist das Gesicht der Spiegel der Seele.
Ja, aber dieser Spiegel sagt alle möglichen Sachen. Alle möglichen Sachen. Eine gewohnte Sache, dann eine plötzlich kommt ein ganz anderes Gesicht zum Vorschein. Na, was ist es jetzt? Nicht wahr? Darum denke ich mir auch oft, sehr oft über meine Frau. Und wir sprechen auch darüber. Also eigentlich richtig kennen, nicht wahr? Das ist, da muss man sich glücklich schätzen, manchmal so ein paar Minuten zu haben, wo es scheint, man ist eins, nicht wahr? Ja? Aber die ganze Sache ist sehr rätselhaft. Und darum einen Ratschlag geben auf dem Fernsehschirm. Also, die junge Generation von heute sollte Folgendes in Betracht ziehen. Wie schon Kant. Na, hören Sie mal auf. Ah, hören Sie mal auf. Lenz schreibt, könnte auch ein Interview von Udo Lindenberg sein. Ja, nur nicht ganz so sehr genuschelt. Letztendlich bei Udo Lindenberg tatsächlich auch ein nicht unintelligenter Mensch ist. Und lustige Sachen sagt. Lustig ist, wie sehr Feierabends Art seine Theorie und Poppers Art in Interview dessen Theorie verkörpern. Ist eine Theorie wohl nur ein Ausguss des eigenen Menschentyps? Und Gedankenkanal erinnert mich an Hunter S. Thompson. Moin, moin. Ja, den Eindruck hatte ich auch als erstes. Man könnte tatsächlich Paul Feierabend auch als Vertreter des Gonzo, der Gonzo-Wissenschaft vielleicht betiteln. Aber ja. Tom schreibt, Ratschläge stecken ja Schläge drin. Ja, auch das ist sicherlich wahr. Und vor allen Dingen die schlimmsten Ratschläge sind eigentlich die ohne Mandat. Also ohne, dass man den Auftrag dafür bekommen hat, einen Ratschlag überhaupt zu geben. Also die ungefragten Ratschläge sind oft die schmerzhaftsten. Da stecken die meisten Schläge drin. Nochmal zurück zu Sonntagssoziologe, was er schreibt. Lustig, wie sehr Feierabends Art seine Theorie und Poppers Art in Interviews dessen Theorie verkörpern. Natürlich ist eine Theorie, also wie soll es auch anders sein, immer verbunden mit dem Charakter dessen, der sie formuliert. Und tatsächlich ist Karl Popper so vom Habitus her das absolute Gegenteil von Feierabend. Also Feierabend, der sehr schnell reden, sehr leger reden, sehr humoresk, bewusst ausschmückend, blumig, humoresk hier spricht. Und eben dieses alles so in Frage stellend und hör mal auf und geh mal fort. Und Popper, der ja sehr bedächtig, sehr rational auch formuliert hat und so weiter. Und natürlich ist das immer eine Frage des jeweiligen Charakters, was für eine Philosophie derjenige vertritt und welche Theorie er formuliert und wie er sie formuliert. Weil es ja natürlich auch eine Haltungsfrage ist. Wenn man sozusagen eher die Haltung hat, naja, ich bin Teil eines elitären Zirkels und ich verwende deshalb nur eine Sprache, die nur gewisse Teile des elitären Zirkels verstehen, dann ist das ja auch eine Haltung. Die ist auch völlig legitim, nur sie erzeugt halt ein anderes Ergebnis. Und wenn man von vornherein mit der Haltung reingeht, hör zu, eigentlich sind mir alle Menschen gleich wichtig und mir ist vor allen Dingen wichtig, dass Menschen, die scheinbar intellektuell ausgegrenzt werden, ich möchte die trotzdem erreichen und ich möchte, dass die ein gutes Leben führen, ist das natürlich eine ganz andere Form, wie man sozusagen etwas formuliert, letztendlich. 8 Watt, kann mich noch gut an die Rede zur Leitkultur eines emeritierten Professors an so unseren hiesigen erinnern. Genau so haben wir auf den hinteren Rängen gekichert und die Stirn gerunzelt. What the fuck? Was will der? Beziehst du das auf die Aussage von Feierabend in Bezug auf die Frau im Fernsehen oder beziehst du das auf Feierabend himself? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Also keine Theorie aus der Einsicht. Wie meinst du das, Sonntagssoziologe? Keine Theorie aus der Einsicht. Die Frage ist, wie können Theorien überhaupt losgelöst von einzelnen Menschen oder Menschen, die auch zusammenarbeiten, es gibt ja auch Theorien, die gemeinschaftlich entstehen, wie soll das geschehen? Vom Computer, klar, könnten jetzt Algorithmen irgendwelche Theorien entwickeln. Aber auch da ist ja die Frage, wer soll das dann lesen? Also es ist immer abhängig von den jeweiligen Subjekten und Personen, die das formulieren und wiederum verstehen.
Würde ich jetzt sagen. Und das, finde ich, kann man nicht oft genug betonen, dieses Theorien sind immer nur eine mögliche Denkschablone von vielen, ein Modell von vielen, wie wir auf Themen, wie wir auf die Welt schauen. Es ist aber nie die Welt an sich. Es ist nie die absolute Wahrheit, nie das, die absolute Erkenntnis, sondern es ist immer ein möglicher Ausdruck, wie man die Welt interpretieren und beschreiben kann. Es ist nie die Welt an sich. Und es wäre schon viel gewonnen, wenn die Menschen genau das verstehen, weil wenn sie das verstehen und begreifen, dann sind wir auch wesentlich aufgeklärter in dem Sinne von gelungenem Leben, dann sind wir nämlich weniger manipulierbar. Weniger manipulierbar, weil es niemand mehr geben kann. Übrigens, ich habe hier die absolute Wahrheit. Psst, komm mal her. Hier. Ich habe die Wahrheit. Und wenn du mir folgst und alles machst, was ich dir sage, dann kriegst du das Heil. Forever. So, und das ist Manipulation. Das ist Bullshit. Das heißt, es ist genauso Bullshit, dieses Entweder-Oder, also entweder Freud oder Systemiker oder. Nein, jeder hat eine gewisse Art Berechtigung im Blick auf die Welt. Da steckt immer ein Fünkchen Wahrheit, wenn man so will, da drin. Aber es ist nicht komplett und es ist meistens nicht immer komplett richtig, sondern es ist eine mögliche Herangehensweise, wie man über Welt, Geschehen, Menschen etc. denken kann. Und deswegen fand ich es schon immer Quatsch, so Schulen aufzumachen. Die Luhmannianer, die Popperianer, die Freudianer, die. Und immer wieder in diesem Ding, wir müssen unsere Schule verteidigen gegen die anderen Schulen, die uns... Das ist Bullshit, das ist uralte Denke. Heute geht es darum, interdisziplinär zu denken. Was können wir aus den besten Denkmodellen, wie können wir da was Neues rausstricken? Und was anderes haben die vorher auch nicht gemacht. Die haben sich alte Denkerschriften genommen, haben was Neues rausgewurschtelt und haben halt gemacht, so, das ist jetzt das einzig Wahre. Also im Grunde genommen ist es so dieses uralte Stichwort, Talent imitates und Genius steals. Also wenn man geschafft hat zu sagen, ich nehme alte Gedanken, die man nicht mehr nachvollziehen kann, und ich verkaufe das als meine eigenen, dann hat man es eigentlich geschafft als Theoretiker und so weiter. Ja, das vergisst man leider sehr schnell, Lenz. Das ist das Problem tatsächlich. Weil man natürlich, und das ist das, was Feierabend sagt, wir sind permanent auf der Suche nach dieser Sicherheit, nach dieser Orientierung. Wir brauchen was, wo wir uns festhalten, weil alles so fucking, nicht nur fucking komplex ist, sondern alles so unsicher ist, dass wir ja permanent versuchen, in einen Stabilitätszustand zu kommen. Deswegen ist doch gerade auch die halbe Welt in Aufruhr durch die Pandemie. Das verursacht so eine Störung in Gesellschaft, weil es einen Risikofaktor plötzlich ins Spiel bringt, dass wir nicht so einfach beherrschen können. Und damit geht jetzt jeder anders mit dem Thema um. Die einen leugnen das komplett, die anderen drehen durch und spielen irgendwie Denunziant, wenn der Nachbar mit mehr als drei Leuten durch die Straßen ohne Maske läuft. Dann wiederum Leute, die sich dem komplett verweigern und so weiter. Also das heißt, im Kern haben wir eine Situation, die Menschen, und zwar fast alle Menschen gleichermaßen, in eine Unsicherheit treibt. Die gleichzeitig sofort nach Sicherheit suchen, sofort nach Vertrauen suchen und natürlich sofort den Anker des an denjenigen Vertrauen schenken, wo sie das meiste für sich selbst rausholen. Deswegen, also ich glaube tatsächlich nach wie vor, ich hatte es schon beim letzten Jam gesagt, Leute, deren Business gerade extrem bedroht ist durch die Pandemie, die werden mit Sicherheit auch eher anfällig sein für Mechanismen, die dazu führen, das zu leugnen oder früher die Lockerung reinzuziehen, das ganze Verhalten jetzt kritisch sehen und so weiter, weil sie am ärgsten davon bedroht sind und sie sich Gleichgesinnte suchen, die genauso fühlen und denken und sich da eben das meiste Vertrauen rausschöpfen. Und natürlich vertraut man nicht denjenigen, denen man vorher schon nicht besonders viel vertraut hat. Also sprich, die Großkopferten, so würde das Feierabend sagen, die im Petersdom sitzen und Ratschläge über das Leben verteilen.
So, sondern man holt sich das Vertrauen unter Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten, in sozialen Netzwerken und so geht diese Vertrauenskette immer weiter und ganz am Ende vielleicht die Autoritäten letztendlich. So. Sonntagssoziologe. Ich muss noch eins vorher. Sonntagssoziologe. Ich kann doch in einem Meeting nicht sagen, ich vertrete diese Theorie, weil die meiner Mentalität entspricht, oder? Da haben wir doch ein ganz anderes Selbstverständnis. Aber das wäre doch das Ehrlichste, was man machen könnte. Das wäre doch das Allerehrlichste. Zu sagen, hör zu, Leute, ich finde das am schlüssigsten. Ich persönlich finde diese Theorie am schlüssigsten, aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Und nicht, also wie will man das denn sonst bewerten, außer aus seinem eigenen Gefühlsratio? Also klar, ich kann natürlich jedes Argument überprüfen und das machen doch die allerwenigsten, sondern es ist doch tatsächlich eher die Frage, wann kann eine Theorie an meine Lebenswelt anschließen? Darum geht es doch letztendlich. Also welche kann leicht an mich andocken? Welche triggert mich im positiven Sinne? Welche berührt mich? Und das kann sich doch nur decken mit eigenen Erfahrungen. Und es wäre das Allerehrlichste zu sagen, liebe Leute, ich finde die Theorie nicht aus dem Grund überzeugend, weil sie astrein beweisbar formuliert ist oder bisher noch nicht falsifiziert wurde, sondern weil ich von ihr persönlich überzeugt bin. Ich vertraue dieser Theorie. Das wäre zumindest die ehrlichere Variante. Die macht aber gleichzeitig diese Theorie ja eben wieder schwächer. Und das ist ja das Problem, wenn Theorien im Wettstreit stehen, in Konkurrenz stehen. Ich meine ja, die Freudianer gegen die Systemiker, gegen die bla bla bla. Dann kann man nicht mehr ehrlich sein zueinander. So, dann können nämlich nicht mehr die Freudianer ihre eigenen Schwächen zulassen und müssen das übertünchen und umgekehrt genauso. Und das finde ich eben dann, kann man so machen, aber es ist für mich nicht ehrlich, wenn man so will. Blumenberg Ultra. Ich denke, bei Feierabend ist auch durchaus der historische Kontext wichtig. Im Sinne, Theorien sind nicht nur an Personen, sondern auch an die jeweilige soziale Situation, vorherrschenden Paradigmen etc. gebunden. Absolut. Absolut. Das ist eben ja, früher in den Hippie-Zeiten hätte man gesagt, Setting und was war das dritte? Ja, klar. Also es ist ja die Frage ist, wo wird die Theorie wann, zu welcher Zeit, in welchem Kontext, von welchen Gruppen, in welchem Zusammenhang und so weiter. Und das ist grundsätzlich immer unterschiedlich. Also ein Marx, eine marxistische Idee hätte ja gar nicht entstehen können außerhalb der Industrialisierung in der Form, die Marx das formuliert hat beispielsweise. Und wäre vielleicht auch gar nicht so schnell populär geworden. Und natürlich haben vorher ganz viele Denkerinnen und Denker genau die gleichen Missstände anders formuliert, wie es damals Marx in seinem Kontext und so weiter und so fort getan hat. Also von daher ist es immer abhängig von Personen, Konstellationen, Situationen und so weiter. Deswegen ist ja zum Beispiel ein Riesenthema diese westliche Zentrierung oder die männliche Zentrierung von Philosophie. Von Denkweisen, also eine eurozentrische Denkweise, eine, eine maskuline Denkweise, eine wie auch immer. Das ist ja immer sehr prägend, in welchem Bereich der Kultur ich mich jeweils bewege. Hubert von Geusern singt, alles was wahr ist, ist auch irgendwo falsch. Ja, das finde ich sehr sympathisch tatsächlich. Weil das bedeutet im Umkehrschluss, ja, wie auch immer, ich weiß es gar nicht. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, alles was falsch ist, ist irgendwo auch was Wahres dran. Kommen wir heute noch auf Nur zu sprechen, frag für einen Freund. Was willst du denn bei Nur wissen? Da muss ich schon mehr wissen. Also auf Nur kommen wir auf Frau, wie heißt sie? Dessen Name ich
gerade nicht parat habe, aber die Kabarettistin und diesen Ding, also musst du mir noch ein bisschen mehr Informationen zu Nur geben. Dann kann ich dir sagen, ob wir darauf zu sprechen kommen. Beziehungsweise wir sprechen ja gerade drüber. Das Gegenteil von Wahrheit ist eine andere Wahrheit. Ja, wobei ich die Lüge als solche ist nochmal eine gesonderte Form. Also ich finde, es ist immer ein Fehler zu sagen, das Gegenteil von Lüge ist Wahrheit. Das ist schon mal Quatsch. Und auch das Gegenteil von Wahrheit als Lüge zu sehen, ist auch Quatsch. Ich finde, Lüge ist eine ganz eigene Kategorie, weil Lüge ist klar identifizierbar. Weil eine Lüge ist es ja dann, wenn derjenige, der das, diese Information in die Welt setzt, weiß, dass es gelogen ist. Also wenn es eine bewusste Absicht ist, auch wenn es der andere nicht weiß. Und wenn es als solche entlarvt wird, als dessen. Hat aber mit Wahrheit aus meiner Sicht wenig zu tun. Also Wahrheit ist ganz schwierig, der Begriff. Könnten wir noch Jahre darüber diskutieren. Nee, bitte nur eigenes Thema, sprengt doch alles. Okay. Ja, ich weiß nicht, was mit nur gemeint ist. Ihr müsst da schon ein bisschen mehr, also über Dieter nur an sich brauche ich jetzt nicht sprechen, das gibt mir jetzt nicht viel. Farbvielfalt. Einzelne Theorieschulen werden so stark vertreten, um sich unter anderem im Recht zu wissen. Zweifeln verursacht auch Unsicherheit, die kann nicht jeder gut aushalten. Passt auch gut zu dem, was Feierabend zu Videobeginn über Sicherheit sagt. Ganz genau. Also das ist der Punkt. Wenn eine Denkschule, die versucht ja im Grunde genommen ein geschlossenes System zu schaffen, um die richtigen Antworten auf bestimmte Fragen zu stellen. In dem Moment, wo sie Schwächen aufweist, wird das ganze Ding fragil, weil im Grunde genommen geht es tatsächlich im Kern darum, Sicherheit zu geben, die richtigen Antworten auf das Ding zu geben. Deswegen sprechen auch alle immer, und das ist das, was ja Popper schon durchaus immer wieder gefordert hat. Er hat ja gefordert, Schwächen aufzudecken und das im Bestfall freiwillig. Also dass eigentlich Wissenschaftler permanent ihre eigenen Theorien in Frage stellen, was aber so gut wie nie passiert, weil es eben gleichzeitig diesen Makel von Schwäche und gleichzeitig den Makel von Unsicherheit hat. Das heißt, sobald eine Theorie ein kleines winziges Loch hat, neigen Menschen dazu, aus diesem kleinen winzigen Loch zu schließen, alles andere ist auch Quatsch. Das ist im Übrigen auch, tendieren wir dazu, wenn man sagt, Kant war als Person ein Rassist, wie wahrscheinlich 95-99% seiner Zeitgenossen zu dieser Zeit, das entschuldigt das nicht. Aber dann gleichzeitig sagen, wir dürfen auf keinen Fall mehr irgendwelche Lehren, hoppla, von Kant und so weiter, weil es war ja ein Rassist oder er hat auch mal rassistische Dinge geschrieben. Nein, also das eine kann man durchaus vom anderen noch trennen. Wichtig ist aber, dass man das immer wieder mit thematisiert und das nicht verschleiert. Und dann ist man auch in der Lage, das voneinander zu sezieren, weil man durchaus auch da wertvolle Gedanken letztendlich rausziehen kann. Aber klar, diese Schulen lassen natürlich keine Schwächen zu, weil es insgesamt dann die ganze Schule in Verruf bringt oder zum Zusammenbruch neigt, weil natürlich alle, die der Schule folgen, der ja aus einem Sicherheitsding heraus folgen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann gibt es keine Follower mehr dafür und dann wird eine Denkschule unbedeutend und verschwindet. Und das Ziel aller Denkschulen ist es, Unsterblichkeit zu erlangen, als alleinige Lösung auf viele Probleme. Und das ist das im Grunde genommen eins der großen Spiele der Wissenschaft. Weil Wissenschaft ein Gemeinschaftsprojekt ist, keine Mentalitätsabstimmung, geht in Wissenschaft gerade darum, unabhängig von Subjektivität irgendwie was wie Wahrheit zu verhandeln nach Methoden. Ja, das ist, lieber Sonntagssoziologe, das ist natürlich das Ideal von Wissenschaft, wie du es formulierst, wie ich es sehe. Die Frage ist ja nur, wird es so auch praktiziert? Und guck doch mal in den Wissenschaftsbetrieb. Oder in die Betriebe.
Da gibt es keinerlei Narzissten, Narzisstinnen. Da geht es nie um die Subjekte oder so. Da geht es nie um Gelder, die man einwerben müsste und Titel oder sowas. Das ist immer alles hochobjektiv. Das ist, Wissenschaft ist immer glasklar. Im sterilen Ort. Ja, natürlich wünschen wir uns das. Aber die Frage ist ja, wird es so praktiziert und wie kann man darauf blicken? Und ist es überhaupt möglich, das so zu machen? Das ist ja für mich die spannende Frage. Und zum Glück bin ich nicht in diesem Wissenschaftsbetrieb, weil ich würde da wahnsinnig werden. Continuo Prosperitas. Wie sehe ich alle Kommentare? Tatsächlich nur im Stream. Da werden sie eingeblendet. Im Stream, also rechts hier, da siehst du alle Kommentare, die reinkommen. Sonst leider nicht, weil wie gesagt auf allen verschiedenen Streaming-Plattformen das Ganze ausgespielt wird. Deswegen siehst du nur die Kommentare, die auf deinem Kanal, und das ist in deinem Fall YouTube. Facundo, hallo, grüß dich. Vergiss nicht die Sprache. Jo, ich erinnere mich. Vergiss nicht die Sprache. Alles, was wir glauben, ich meine, die Theorien werden sprachlich formuliert, also der Regel der Sprache unterworfen. Absolut. Da sind wir bei Wittgenstein. Es gibt Dinge, die man nicht aussprechen kann. Trotzdem kann man sie erfahren. Und Sprache ist definitiv eine der krassesten Grenzen, die es überhaupt gibt. Und auch das ist für uns ja immer so eine Selbstverständlichkeit. Sprache ist ja sowas Selbstverständliches, was ganz Klares. Wenn jemand einen Satz ist, ist doch ganz klar für alle, dass wenn man diesen Satz liest, dass alle den gleich verstehen. Nein, natürlich nicht. Und damit ist Sprache ein Mittel, natürlich Dinge zu beschreiben, aber es gelingt ja nur, wenn jemand die gleiche Sprache beherrscht, die gleiche Tonalität beherrscht, die gleichen Begriffe überhaupt kennt. Also wenn ich jetzt permanent mit Fremdsprachen um mich werfe, wie es viele Existenzphilosophen ja tun, oder habt ihr mal versucht, Hannah Arendt zu lesen, das ist sprachlich auf einem so extrem hohen Niveau, das mag schön sein, das mag präzise sein für viele, aber es schließt so unfassbar viele Menschen wiederum aus. Und das sollte man zumindest immer auf dem Schirm haben, dass Sprache was ganz Entscheidendes ist. Und Sprache eben nicht nur Menschen verbindet, sondern auch voneinander trennt. Mehr trennt, als miteinander verbindet. So, Lenz, folgendes. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist, dass es keine Wahrheit gibt. Ja, das wäre so ein bisschen das, was Feierabend wahrscheinlich auch sagen würde. Und ich würde ergänzen, und selbst das wissen wir nicht. Weil auch das wäre wieder eine Wahrheit, die du postulieren würdest, die es aber so nicht gibt. Also im Grunde genommen ist das, was, ich glaube, Heinz von Förster hat dieses, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ich glaube, es war ja Sokrates oder so. Also einer von den ollen Griechen. Und die Ergänzung ist, und selbst das wissen wir nicht genau. Und damit ist das so ein unendliches Ding. Also selbst zu sagen, die einzige Wahrheit, die es gibt, ist die, dass es keine gibt. Ja, und selbst das ist keine Wahrheit. Weil auch das gibt es ja dann in der Logik auch nicht. Continui prosperitas. Ich sage immer, Wahrheit sei ein viel zu großer Begriff. Ja, es ist vor allen Dingen ein Begriff, der sich beliebig füllen lässt. Und es ist leider ein zu großer Begriff, auch im Sinne von, es ist ein viel zu mächtiger Begriff. Weil wir diesem Begriff eine unfassbare Macht zuschreiben, weil, und da kommen wir wieder zum Eingang zum Feierabend-Interview, Wahrheit uns Sicherheit vermittelt, Vertrauen vermittelt. Also wir suchen ja nicht nach der Wahrheit, weil wir so besonders klug und schlau und aufgeklärt sein wollen, sondern wir suchen nach der Wahrheit, weil sie uns die hundertprozentige Sicherheit im Leben garantiert. Weil wir, wenn wir wissen, dass was wahr ist und wir dem folgen können, dann haben wir hundertprozentige Sicherheit und Orientierung. Und das macht die Wahrheit zu so einem absolut krassen Manipulationsobjekt. Wenn jemand daherkommt und sagt, ich habe die Wahrheit, ihr müsst mir nur glauben, ihr müsst mir nur folgen,
dann kann man davon ausgehen, dass das eine Manipulation ist. Grundsätzlich. Weil, wie gesagt, Wahrheit gibt es in dem Sinne grundsätzlich schon nicht, weil es eine völlige Auslegungssache ist. Sonntagssätzige. Nein, wird nicht so gemacht. Sind zwei Fragen, was soll und was ist, stimmt. Ja. Wissenschaft funktionale begreifen heißt Wahrheit funktional begreifen, schreibt so wie was. Wissenschaft funktional begreifen heißt Wahrheit funktional begreifen. Aber was heißt funktional begreifen? Also was heißt in dem Sinne funktional? Was heißt denn funktional? Das müsst ihr mir nochmal erklären. Höhere Mathematik schließt auch viele aus. Ja, definitiv. Grundschulmathematik verbindet mehr Grundschulmathematik. Ja, weil du zum Main, also das ist ja das Spannende. Du kannst mit einer grundlegenden Mathematik oder mit einem einfachen Zeichensystem, mit einfachen Dingen kannst du schon so unfassbar viel Kreativität tun und tatsächlich eine verbindende Kreativität. Also das Einfache ist das Verbindende. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und je spezialisierter, je ausdifferenzierter es wird, desto mehr verliere ich auf dem Weg dahin. Und dann ist natürlich die Frage, was möchte ich? Möchte ich viele Menschen erreichen, möchte ich nur spezielle erreichen und so weiter. Aber manchmal ist ja Ausschließen auch gar nicht so verkehrt. Also auch das würde ich ja sagen, dieses Unter-sich-Sein hat ja auch seine Funktion manchmal. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier würden jetzt, weiß ich nicht, angenommen, es würden hier jetzt wie bei anderen Streams 50.000 Leute zugucken. Was glaubt ihr, was hier für ein Chaos wäre? Das würden wir doch nicht wollen, weil dann könnten wir uns nicht mehr in Ruhe unterhalten. Also das heißt, Ausschließen hat schon eine Funktion, auch in der Wissenschaft natürlich, weil man will ja mit seinesgleichen über Dinge philosophieren. Im Grunde genommen kann man sagen, Wissenschaft ist nichts anderes wie der Nerdverein, wo sich Leute über, weiß ich nicht, Modelleisenbahnen reinnörden und austauschen. Dann geht es halt dann über ihre Fachthemen. Ist völlig in Ordnung. Aber es sollte nie den Anspruch haben, dann für alle irgendwas zu tun. Continui prosperitas. Also haben wir den Tod erst überwunden, wenn wir uns nicht mehr mit Wahrheitssuche beschäftigen. Naja, die Frage ist ja, was ist die Wahrheitssuche? Also Wahrheitssuche kann man ja sagen, entweder, wie gesagt, ich glaube, die allerwenigsten Menschen sind permanent auf der Suche nach dem, woher komme ich, wohin gehe ich. Das wird in punktuellen Fällen immer, kommt es auf den Tisch, also sprich in existenziellen Notlagen. Also ich liege im Sterben, ich hatte einen schweren Unfall, drohe damit, meine Existenz abzugeben. Oder ein lieber Mensch im Bekanntenkreis droht zu sterben oder ist gerade gestorben. Dann werden wir konfrontiert mit diesen tiefen Sinnfragen. Aber die allermeiste Zeit sind wir mit Alltagsfragen konfrontiert. Wie gehen wir, was tun wir auf der Arbeit? Wie bekommen wir überhaupt Arbeit? Wie komme ich aus meiner Leidenslage raus? Wie kann ich Geld verdienen? Warum muss ich eigentlich Geld verdienen? Und so weiter und so fort. Wie kann ich mir was zu essen kaufen? Etc. Diese Fragen sind dann eher die Alltagsfragen, sage ich mal. Und da spielt die Wahrheit dann die Rolle, wenn jemand sagt, beispielsweise im Bereich der Politik, hör zu, meine politische Idee ist die einzig wahre. Wenn du mich wählst, wenn du mir folgst, wenn du meine Interessen durchsetzt, verspreche ich dir ein besseres Leben. Das ist eine andere Art von Wahrheit, wenn man so will. Also es gibt sozusagen die Wahrheit nach dem großen Ganzen. Das ist, wie gesagt, nur dann punktuell der Fall, wenn Menschen entweder Philosophie-Nerds sind, also Existenzphilosophen, und sich ihr Leben lang damit beschäftigen, oder wenn es gerade darum geht, die eigene Existenz ist bedroht und man plötzlich über den Sinn des Lebens nachdenkt und sagt, ach scheiße, ich habe ja eigentlich 20 Jahre meines Lebens mit irgendeinem Quatsch vergeudet, indem ich jeden Morgen
einmal die Stechuhr betätige, eigentlich nicht genug Geld kriege und alle anderen um mich herum leben in Saus und Braus. Und ja, und wenn morgen wird der Stecker gezogen und dann bin ich hier weg. Was ist dann eigentlich? Wofür war das alles gut? Und hätte ich nicht besser irgendwas Sinnvolles gemacht? Wäre ich nicht besser spazieren gegangen? Hätte die Natur genossen oder hätte mich mehr um meine Kinder kümmern sollen? Hätte ich mehr mit Freunden, Freundinnen sprechen sollen? All diese Dinge kommen dann plötzlich aufs Tapet. So, machen weiter. Und ich warte immer noch auf den Anruf, aber wir haben ja noch 30 Minuten. Das nennt man übrigens Sendezeit füllen. Sie sagen ja auch, es gibt keine verbindliche Wahrheit. Es gibt die Wahrheit sowieso nicht. Es gibt auch noch nicht mal, sagen Sie, ja, eine langsame Annäherung an die Wahrheit, sondern es gibt Entwürfe, Konstruktionen. Was ist das, die Wahrheit? Was ist das, die Wahrheit? Sagen Sie mir das, nicht wahr? Ich verstehe es völlig, nicht wahr? Wenn mir jemand sagt, mein lieber Freund, aber gestern hast du mich wirklich angelogen, nicht? Das macht mir völligen Sinn, nicht? Da ist nämlich etwas, habe ich gesagt, nicht? Und der Sachverhalt ist anders, nicht? Und dann kommt die Motivation hinzu, das verstehe ich. Was die Wahrheit ist, habe ich keine Ahnung. Und wie soll man sagen, ich möchte jetzt nicht einer von den Leuten sein, die stolz sind darauf, dass sie irgendwo keine Ahnung haben. Nochmal ganz kurz, bevor wir nochmal auf den Wahrheitsbegriff von Paul Feyerabend gehen. Nochmal einmal von Lenz. Schöne Sendung hier. Vielen Dank. Freut mich. Schön, dass du dabei bist und mitmachst. Tom November. Vielleicht geht es bei vielen auch einfach um Meinungen. Die werden natürlich als wahr angenommen und damit sich leider auch identifiziert. Und dann kann eine sogenannte wahre Meinung nicht mehr losgelassen werden. Ja, natürlich. Also viele sehen den Unterschied zwischen Meinung und Wissen, also Fakten, Meinungen, das sind ja alles so Begriffe. Wahrheit ist nochmal für mich nochmal eine Ebene höher als zum Beispiel Fakten, weil Fakten sind für mich reine Dateninformationen, die noch nicht wirklich interpretiert sind. Also Wahrheit fängt dann an, wenn auch Interpretation ein Stück weit, also Ableitungen stattfinden, Bewertungen stattfinden. Fakten ist für mich jetzt erstmal ein Ereignis, was tatsächlich so und so dort und dort stattgefunden hat. Ohne aber darüber zu diskutieren, warum, was steckt dahinter und so weiter und so fort. Und da fängt aber dann so Wahrheit an. Also Deutungen, Deutungshoheiten etc. Und Facundo schreibt, alles, was man mit der Zeit anfangen kann, ist, sie zu verschwenden. Ja. Ich mache mir ja auch immer Gedanken. Ich mache ja Dinge, die andere als Zeitverschwendung sehen würden. Und ich bin aber mittlerweile so drauf, dass ich sage, das ist mir doch scheißegal, weil ich verbringe gerne meine Zeit so und so. Schlimm wird es doch, wenn wir merken, hoppla, wir haben ganz viel Zeit verschwendet, in dem Sinne, wir hatten gar keinen Spaß dabei, das zu tun. Was andere darüber sagen, wie wir unsere Zeit verbringen, das ist völlig Schnurz. Es geht ja dann wirklich darum, wie ist mein Empfinden bei der Tätigkeit, die ich tue. Und das kann was Meditatives sein. Ich kann mich irgendwie, weiß ich nicht, ich kann den ganzen Tag stricken, ich kann malen, ich kann daddeln, von mir aus irgendwo, was weiß ich. Ich kann aber auch mich engagieren, kann anderen helfen und so weiter. Die Frage der Zeitverschwendung ist ja wirklich nur, habe ich selber das Gefühl, dass ich da Zeit verschwendet habe oder nicht? Was andere das als Zeitverschwendung betrachten, ist völlig egal. Weil andere denken sowieso, wie sie wollen. Und danach kann man sich im Zweifel nicht wirklich richten. Sonntagssozial ist mir auch egal, ich verschwende sehr viel Zeit von anderen. Das ist tatsächlich etwas, was ich vermeiden möchte. Also das möchte ich eben nicht, weil ich auch nicht möchte, dass andere meine Zeit verschwenden. Das hasse ich. Also wenn andere absichtlich meine Zeit verschwenden oder ich das Gefühl habe, ich verschwende hier Zeit,
aus Gründen, die mir nie klar sind, dann werde ich wahnsinnig. Also das kann ich nicht. Ich muss immer die Gelegenheit haben, dann da rauszugehen oder wie auch immer. Und deswegen liegt es mir fern, die Zeit anderer Leute zu verschwenden. Deswegen mache ich so Angebote wie hier, weil hier kann man jederzeit abschalten und sagen, ist ja Zeitverschwendung hier. Ja, dann schön, dass du da warst. Alle, die da bleiben, für die ist keine Zeitverschwendung. Und das ist mir halt das Wichtige. Deswegen verstehe ich dann auch nicht Leute, die bei irgendwelchen medialen Angeboten sagen, was ist denn das für ein Scheiß und so weiter und so fort. Ja, dann guckst du dir doch nicht an. Zwingt dich doch niemand. So, Jammes 122. Es gibt keine Zeit, es gibt nur Uhren. Jetzt wird es aber richtig deep. Ja, auch das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Und das ist etwas, das kann man auch nicht, das kann man zwar in so einem schönen Satz verpacken, und da sind wir wieder beim Thema Sprache, aber man wird es, diesen Satz, den du da geschrieben hast, es gibt keine Zeit, es gibt nur Uhren, begreift man wirklich nur, wenn man selber mal die Erfahrung gemacht hat, also eine wirklich tiefe Erfahrung gemacht hat, dass Zeit was Relatives ist. Also sprich, wo man das Gefühl hatte, ein Moment, der lange eigentlich auf der Uhr gezählt wurde, wie nichts weg war, oder ein Moment, wo Zeit wie eingefroren ist. Da muss man diese persönliche Erfahrung gemacht haben, um diesen sprachlichen Satz wirklich zu verstehen, um ihn zu fühlen. Ich fühle diesen Satz, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe. Ansonsten ist es nur ein Satz. Nightmarish 5. Die Philosophen haben die Zeit nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verschwenden. Ja, was? Verschwenden ist halt so ein Ding wie... Verschwendung ist für mich sowas, es ist für nichts Nutze und das glaube ich halt einfach nicht. Es hat immer irgendwie einen Nutzen, deswegen Verschwenden finde ich immer schwierig. Und Verschwendung wird es erst dann, wenn ich eigentlich weiß, in der Zeit könnte ich was Besseres für mich tun und vielleicht für andere tun. Aber Zeit verbringen müssen wir sowieso. Tom November, ich plädiere für vergegenwärtigte Gegenwart. Vergegenwärtigte Gegenwart. Ja, selbst die Gegenwart ist ja auch einfach nur ein, eigentlich ist Gegenwart ja auch nur ein Begriff, die gibt es ja nicht wirklich. Weil Gegenwart ist weg. Jetzt ist Gegenwart, schon ist sie wieder weg. Da ist Zukunft und Vergangenheit wesentlich greifbarer als Gegenwart. Und ja, da gibt es jetzt die ganz vielen klugen Fernöstlichen und die Westlichen, die das wiederum aus dem Fernöstlichen übernommen haben, Liebe in der Gegenwart und so weiter. Aber das ist, ich glaube, das ist eigentlich der Trick. Das ist so wie Klatsch mit einer Hand. Das ist so ein buddhistisches Gehirnwindungs-Verrenkungstrick. Du fällst in diese Denklücke rein, aber Gegenwart an sich gibt es ja nicht. Die ist sofort immer weg. Es ist quasi dieses mit einer Hand klatschen. Die Lücke dazwischen, die es nicht gibt, die nicht greifbar ist. Blumenberg Ultra. Aber kann das eigene Verständnis von Zeitverschwendung komplett unabhängig vom gesellschaftlichen Verständnis betrachtet werden? Ich meine, wir werden geprägt und sich komplett davon zu befreien, ist trotzdem schwierig oder vielleicht sogar nicht vollständig möglich. Ja, natürlich. Also wir leben ja, wir werden ja sozialisiert, wir werden erzogen. Von Eltern, von der Umgebung, von den Peergroups, von den Medien, von der Kultur, von der Vergangenheit, von der Vorstellung von Zukunft. Und wir können uns nie vollkommen frei machen, das können wir uns nur erarbeiten, indem wir sozusagen bewusst immer sagen, also eigentlich indem wir uns bewusst immer fragen, ist das, was ich tue, ist das jetzt eine Zeitverschwendung für mich oder nicht? Und unabhängig von all den anderen, die was anderes sagen. Und klar, das kann man nicht machen. Ach was, och, nach so einer Sportzigarette kann es schon mal sein, dass die Zeit, ach lassen wir das. Ja natürlich, also Drogenerfahrungen, auf die du anspielst, hat massiven Einfluss auf Zeitempfinden.
Und das ist natürlich einer der gängigsten Erfahrungen wahrscheinlich in dem Bereich für Zeitempfinden, dass Zeit völlig unterschiedlich empfunden wird und eben nicht mehr kongruent ist zu dem, was auf der Uhr dargestellt wird. Und tatsächlich finde ich das den sehr spannenden Gedanken zu sagen, es gibt nicht die Zeit, sondern nur das, was Zeit misst oder uns vorgaukelt, das zu erfassen. Und damit schaffen wir im Grunde genommen eine eigene Realität, die ja wiederum orientiert ist an Sonnenaufgang, Untergang, dann aber wiederum nicht, weil natürlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sich ja verschieben, aber die Zeit konstant bleibt auf der Uhr und solche Sachen. Wie ist das mit der inneren Uhr? Stichwort Chronotypen. Ja, aber auch die, also ich sag mal, die innere Uhr orientiert sich ja wiederum, ich würde mal sagen, an die Dinge in der Umwelt. Also sprich, ich würde mal sagen, maßgeblich ist ja mal irgendwann die Uhr entstanden, aus diesen ganzen kosmischen Gegebenheiten, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Jahreszeiten. So ein bisschen ist es überhaupt interessant, wie Zeit erfunden werden konnte. Also ein Kalender, Tage, also wie, das ist schon eine Meisterleistung, sowas zu erfinden, was dann jeder nutzt und gleich versteht und so weiter. Das ist schon krass, krass, krasse Kulturtechnik. So. Kannst du zwei Leute gleichzeitig zuschalten oder immer nur einen? Ich kann auch zwei Leute, ich kann auch zehn Leute, aber es hat sich, also es kommt darauf an, wenn die zwei Leute gleichzeitig sprechen wollen, ist immer schwierig, also Fishbowl-artig, aber wenn man irgendwie zusammen das machen will, wir können es ja mal probieren. Seid ihr zwei zusammen, frage ich. Oder wollt ihr nacheinander? So, Gedankenkanal, dafür haben wir ja Technik, um in der eigenen Lebensspanne alles erreichbar zu haben und damit scheinbar Zeiten zu verkürzen und unsere eigene zu verlängern. Ja, und blöd ist halt, wenn man einfach zu früh stirbt. Blöd ist auch irgendwie, wenn man zu lange lebt. Also sprich, man lebt in einer Qualität, die es nicht lebenswürdig macht und in Umständen, die es nicht lebenswürdig macht. Das ist alles relativ leider. Und oftmals haben viele Leute das Gefühl, ich würde noch gerne so viel machen und schaffen es nicht, weil dann irgendwann die Uhr, was denn das Wort, abläuft. So, ich habe hier zwei Leute. Ich hole mal zumindest mal einen hier rein. Hallihallo. Jetzt ist er weg. Und hallo, Dr. Noob. Hallo. Hi, grüß dich. Ja, grüß dich. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt. Ja, das Problem mit der Technik, diese Twitch-Technik habe ich selber noch nie ausprobiert. Ja. Ist denn der René schon da? Jetzt. Also wenn ihr hört, dann bin ich da. So. Sehr gut, wir hören dich. Also, ich begrüße auf jeden Fall den Sonntagssoziologen, das ist der René. Ja. Und Dr. Noob, aka. Thomas. Auch. Grüß dich. Genau, wir haben uns auch schon mal gehört. Beide. Genau, bei der Folge zur Hetze im Netz. Genau, also die beiden von Stammtisch. Der Sovi Stammtisch Podcast, den es leider, glaube ich, im Moment pausiert. Er ruht. Aber jetzt seid ihr hier. Ist ja auch schön. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr wolltet was sagen, glaube ich. Also eigentlich wollte ich was sagen, was ich mit dem Thomas besprechen wollte. Dann dachte ich mir, dann kann er ja auch gleich dazukommen. Und zwar hat ja der, wie heißt er, der vorhin diese These mit dem gelungenen Leben der hat ja ein großes Fass reingerollt mit dem gelungenen Leben. Ja, Thomas November oder Tom November? Ja, genau. So. Der hat ja, und das fand ich sehr inspirierend, da habe ich eine These entwickelt. So, und da will ich mal hören, was ihr davon haltet. Ja, es ist jetzt natürlich eine spontane These. Ich muss mal voraus, vielleicht können deine Hörerinnen und Hörer mal die Frage beantworten, erstmal vorneweg. Wie vertragen sich Philosophie und Hitze? Also das müsste ich irgendwie erklären momentan. Also bei mir noch ganz gut. Ja, und deshalb kann das natürlich alles ein bisschen übergekocht sein. Aber das ist jetzt Folgendes. Das gelungene Leben, das ist ja so eine antike Vorstellung, die man auch Eudaimonie nennt.
Platon, Aristoteles, ich kenne mich da auch nicht aus mit den Antiken. Aber es gibt ja diese. Und sowohl bei Feierabend als auch bei Popper, die ja oft als konträr dargestellt werden, die sind ja häufig, werden die im reinen Wissenschafts-Wahrheitsfindungskontext genannt. Aber jetzt haben wir gesehen, fürs gelungene Leben, für das gute Leben haben sie auch was zu sagen. Und da ist ja auf der einen Seite Popper, wenn wir mit dem mal anfangen, der sozusagen sagt, Unglück entsteht, weil Menschen für eine Theorie sich erschießen. Mhm. Also lass doch lieber die Theorien sterben und keine Menschen, falsifizieren wir. Und lasst uns akzeptieren, dass alles Sicherheit vorläufig ist. Mhm. Und dann haben wir das Problem nicht. Und Feierabend schießt ja da genau dagegen mit einem ganz anderen Eudaimonie-Konzept, nämlich, haben wir ja vorhin bei ihm im Interview gehört, dass er sagt, manche brauchen Sicherheit und die Religion schützt viele vor der Verzweiflung und dieses Vernunftsdogma sozusagen der Aufklärung lässt viele verzweifelte Menschen zurück, weil die eben mit dem, was Popper eigentlich anstrebt, nämlich dass Sicherheit vorläufig ist, gar nicht klarkommen, also dass die Sicherheit brauchen. Ja. Ja, und das ist ja nicht nur eine Wissenschaftskritik, die Herr Feierabend übt, sondern eine gelungene Lebenskonzeptkritik. Und da ist meine These jetzt, dass man beides möglicherweise gar nicht optimal gedacht ist im Hinblick auf Wahrheitsfindung. Und zwar aus folgendem Grund. Wieso sollte eine Heuristik, nämlich was ist das gute Leben, wieso sollte die in unserem Universum eine Heuristik, die das gelungene Leben sozusagen garantiert, mit einer Heuristik übereinstimmen, die für maximalen Erkenntnisgewinn sorgt? Denn beide holen ja aus ihrem Eudaimonie-Konzept, holen sie einen Erkenntnisgewinn, eine Erkenntnistheorie basteln sie auf diesen Prämissen. Und das wäre, fand ich, wäre ein arger Zufall. Das Gute und das Wahre, das hüpft da so harmonisch unterm Fliederbaum. Das ist mir zu platonisch. Also wenn noch ein Satz vielleicht, wenn du halt eine Prämisse hast, das gute Leben, und leitest daraus, vielleicht unbewusst, Schlüsse ab, wie die Wahrheitsfindung durchzuführen ist, dass wir das Maximale an Erkenntnis gewinnen, dann übersiehst du ja alle Schlüsse, die aus anderen Prämissen hergeleitet werden können. So würde Feierabend zum Beispiel die von Popper, diese Prämissen, übersehen und Popper die vom Feierabend und erkennst gar nicht, ob ein gutes Leben überhaupt verträglich ist mit einem maximalen Erkenntnisgewinn. Es kann sein, dass die völlig unabhängig, nicht völlig, doch vielleicht, also dass das Gute und das Wahre, was in der Antike immer zusammengeführt wird, dass wir das vielleicht gar nicht zusammen denken dürfen. So, das hätte ich noch was zu sagen, aber ich mache mal kurz die Pause. Also, was mir da spontan einfällt, also ich würde mir vorstellen, also für mich persönlich jetzt, gelungenes Leben könnte ich mir ohne ein Rätseln gar nicht vorstellen. Das wäre sowas von langweilig. Also wenn wir alles wissen würden, alles aufdecken. Also ich glaube, dass tatsächlich die Suche nach Wahrheit, Sicherheit, Orientierung eine maßgebliche Triebfeder des Lebens ist. Und dass wenn wir plötzlich schlagartig alles wissen würden, würden wir wahrscheinlich einfach eingehen. Das ist so meine persönliche. Deswegen täte ich mir auch schwer, das als oberste Maxime zu sehen. Wir müssen jetzt unbedingt alles die Wahrheit. Ich glaube, und da hat Lenz gerade was geschrieben, was ich vollkommen unterschreiben würde. Er hat geschrieben, ich glaube, beide beschäftigen sich damit, Unglück zu vermeiden, nicht Glück zu schaffen. Also keine Suche nach dem guten Leben, sondern die Vermeidung von Leid. Das finde ich auch nochmal eine interessante Perspektive. So würde ich auch zustimmen. So deute ich auch beide letztendlich. Ja. Auch Feierabend, der halt sagt, ihm geht es ja nicht darum, wie wird man glücklich, sondern er hat ja explizit thematisiert, was tue ich für denjenigen, der gerade leidet. Und da kann es eben auch der Glaube an einen Gott und so weiter, wenn das Leiden lindert, ist doch gut, solange es nicht wieder neues Leiden schafft. Und damit hat er ja verbunden diese Macht, also die gleichzeitig von Religion ausgehen kann, weil Menschen wiederum Religion oder Wahrheiten, Orientierung wieder dazu nutzen, andere zu unterwerfen. Dieses Dilemma ist, glaube ich, der Knackpunkt, der bei beiden so ein Stück weit jeweils immer mitschwingt. Und das finde ich schon interessant zu sagen,
das gelungene Leben, das Glück, das kann sowieso doch nur jeder Einzelne definieren und selbst manche können es überhaupt nicht, weil sie nie Glück vielleicht als solches benennen können oder so, aber vielleicht total glücklich sind. Das ist ja sowieso die Frage, was ist Glück, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Aber viel entscheidender und pragmatischer finde ich zu sagen, wie kann man Leiden verringern von Menschen? Und das ist wesentlich spürbarer als Glück, finde ich. Weiß ich nicht. Naja, die alten Antiken, die ich jetzt nicht namentlich genau kenne, die haben aber schon da ein Konzept, dass dieses gelungene Leben, wenn wir jetzt mal uns an denen orientieren, nicht vom Einzelnen bestimmbar ist, sondern sozusagen mehr oder weniger von der Nachwelt im Nachhinein. Also dass du, während du lebst, es gar nicht so feststellen kannst. Wie das jetzt genau aufgeschlüsselt wird, weiß ich nicht, aber es ist keine Privatsache. Und die Sache mit dem Leid vermeiden ist auch Bestandteil der Eudaimonie, weil du hast ja wie so eine Bedürfnispyramide, kommt erstmal das Leid vermeiden, aber das ist nicht genug. Danach kommt jetzt noch den Sinn und so weiter finden, aber dieses Leid vermeiden ist schon eine ziemlich wichtige Basis, die man für das gelungene Leben haben muss. Soweit ich die interpretiere, kann sein, dass hier bei den... Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Warte mal, ich mach dich nochmal ganz. Also, ja, warte. Jetzt spreche ich nochmal, weil du gerade im roten Balken, aber ich pegel es hier ein. Okay. Ja. Bin ich jetzt gut hörbar? Ja. Ich glaube, ein Problem, was darin auch deutlich wird, ist, wenn alte griechische Philosophen oder auch jetzt Popper und Feierabend und vermutlich auch viele andere versuchen, Konzepte zu erstellen, wie ein gutes Leben funktionieren kann, beziehungsweise wenn auch man jetzt als gutes Leben jetzt erstmal versteht, dass das gute Leben erstmal in der Vermeidung von Leid besteht und nicht unbedingt in der Erreichung von Glück, setzt das ja im Prinzip voraus, dass es ja schon eine Systematik dahinter geht, weil sonst, wenn ich es individuell setze, wenn ich sage, okay, was Glück ist, was das gute Leben ist, kann ich nur individuell setzen, dann muss ich auch damit leben, dass ich eventuell mein Ziel Leid zu vermeiden nicht einlösen kann. Weil wieso sollte sich sonst ergeben, dass das gute Leben von einer Person, wie sich das jetzt definiert, darauf basiert, dass es anderen Leid zufügt. Und deswegen diese Konzeption, dass das gute Leben etwas Überindividuelles ist, sozusagen die Notwendigkeit dafür ist, beziehungsweise, wenn man daran festhalten will, dass es so etwas wie ein harmonisches Miteinander gibt. Ja. Und ich glaube, man muss das anscheinend nicht machen, man kann darüber diskutieren, ob man das sehr viel individueller denken möchte, was ich auch aus anderen Überlegungen mir nicht richtig vorstellen kann. Aber dann muss man halt, dieses Risiko eingehen, dass die Vorstellung, also wo ist dann die Regel? Wie kann ich irgendetwas ausschließen? Wieso kann ich ausschließen? Das berühmte Beispiel, das ist natürlich ein bisschen platt, aber der Sadist, dessen Glück darin besteht, anderen Leid zu fügen. Ich habe die letzte Runde habe ich nur sehr sporadisch mitgekriegt, aber da wurde ja auch über den autoritären Charakter gesprochen, dem ja dessen Glück eher sozusagen in den Faschismus führt. Das war jetzt nur mein kurzer Einwurf dazu, wieso oder vielleicht auch vielleicht eine erste Versuch, eine Antwort darauf, wieso diese Vorstellung immer dazu tendieren, sozusagen irgendwelche Systematiken, irgendwelche größeren Muster zu finden, um es eben aus dem Bereich des Individuellen herauszuholen. Ich glaube... Ich habe ja Patrick so... Ne, okay. Was denn? Nee, ich wollte bloß sagen, ich habe dich ja so verstanden, Patrick, dass du da so schon ein bisschen eine individuelle Komponente siehst. Deshalb wollte ich dich da anstacheln, was gegen zu sagen. Ich sehe da kein Entweder-Oder tatsächlich. Also ich sehe schon beides zugleich, aber das ist halt schwer zu denken, zu fassen und schwer zu beschreiben, weil es immer wieder dann diese Ausreißer gibt. Aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, weil die Frage war, wie entstehen solche Muster und solche großen Erklärungsmodelle?
ist ja wieder nichts anderes als der Versuch, was sehr komplex ist, weil Individualität heißt eine hochgradige Komplexität, weil es eine hochgradige Ausdifferenzierung ist. Aber wir sind trotzdem ja alle Gemeinschaftswesen wiederum. Ist es natürlich der Versuch, mit einfachen Regeln möglichst für viele Individuen einen Zustand zu erreichen, der maximal Leid vermeidet in Vielzahl. So. Also es gibt ja das Wissen um die Sadisten. Und wir entwickeln Regeln, damit die Sadisten eben nicht so viel Macht erhalten, um Menschen so zu... Also es ist immer eigentlich ein permanentes Reagieren auf. Es ist selten so dieses Ding, wenn du dich an das und das hältst, ja, obwohl das ist es auch. Also was dahinter wirklich die Motivation ist, warum Leute sagen, ich schenke euch ein Regelwerk, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr alle glücklich. Das ist schon so eine Vereinfachungsgeschichte, die auch sehr gut ankommt. Aber machen die beiden, also Popper und Feierabend, das. Mein Punkt war ja, die geben uns ein Regelwerk, mehr oder weniger, wie wir an Erkenntnis kommen. Und ich sehe da halt, dass diese Regelwerke aus ihren persönlichen Vorstellungen von Leid vermeiden jetzt sozusagen herausrühren und würde da überlegen, das war halt mein Punkt, den ihr ein bisschen, seid ihr in eine andere Richtung. Mein Punkt ist halt, ist das gerechtfertigt oder führt das also in blinde Flecke, was die Wahrheitsfindung angeht? Oder vielleicht ist Wahrheit auch gar nicht, also Wahrheit jetzt Findung oder Wissensgenerierung, wie immer, ist das vielleicht gar nicht so wichtig wie das gute Leben. Also ich sehe bei beiden halt, und das ist der problematische Punkt, den ich sehe, dass die ihre Vorstellung von Leid vermeiden, Glück, wie immer wir das jetzt beschreiben wollen, mit einem Wissenserwerbskonzept verknüpfen. Und ob das für das, vielleicht wirkt es auch wieder zurück, ja, wenn man das einmal zusammengeschweißt hat, ja, und dann schlussfolgert man möglicherweise aus der Art und Weise, wie man Wissen erwirbt, auch wie man glücklich wird, eben durch Vernunft, durch Rationalität und so. Und das funktioniert möglicherweise nicht, aber wird durch sowas halt hier gestützt, wenn man das verknüpft. Nur darum ging es mir eigentlich im Moment. Ja, also wenn man jetzt nochmal Popper nimmt und Feierabend. Also ich glaube, Popper, dem ging es, glaube ich, in erster Linie tatsächlich um eine Erfahrung, die er auch persönlich ja gemacht hat. Das hat er ja auch selber so immer wieder verbalisiert. Also hier dieses Ereignis in der Hörlgasse, wo seine Freunde sich gegenseitig, oder dieses Gefecht mit den Polizisten, wo ein Freund von ihm gestorben ist dabei. Das war für ihn so die persönliche Erfahrung, der Erweckungsmoment, sich zu überlegen, dieser Kampf der Ideologien, ist das eigentlich, das ist doch Kacke. So, wie kann man das in Zukunft vermeiden? Und dann hat er sich da reingegraben, bis zurück zu Platon, und hat all die Muster aufgemacht, zu sagen, okay, wenn die großen Denker diese Dinge fordern und die Leute folgen dem, dann ist das nicht gut. Und deswegen versuche ich da was anderes reinzubringen. Das war sein Versuch, im Grunde genommen aus einer Unglückserfahrung andere davor zu bewahren, ebenfalls ins Unglück zu rennen in Zukunft. Ich glaube, dass zumindest in der Arbeit, die er damit abgeliefert hat, vielleicht hat er ich kenne nicht alle seine Werke, da ging es tatsächlich um dieses Unglück vermeiden. Was Feierabend er jetzt macht, ist ja schon so dieses grundsätzlich diese großen Würfe in Frage zu stellen und dann wieder runter aufs Individuum zu gehen, zu sagen, ja, was die großen Denker da fabrizieren. Also er geht es weniger nach Poppers Sichtweise zu sagen, oh, Obacht, diese großen Denker können großen Schaden anrichten, sondern Feierabend geht eher so, ja, die großen Denker wissen doch gar nicht, was die Leute da unten beschäftigt. Und es hilft denen doch gar nicht. Und der geht dann schon, glaube ich, eher zwar schon über die Leidensschiene, aber auch zu diesem Ratschlag für ein gelungeneres Leben, würde er, glaube ich, dann schon eher so sehen, dass das aber von oben, diese großen Würfe, auch nicht unbedingt kommen kann. Vielleicht ist es ja so, dass wir das irgendwie ein bisschen anders noch denken sollen. Wir überlegen ja immer, was ist jetzt der richtige Weg,
für, nicht für dich und für mich, sondern eben für uns alle sozusagen. Ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung wie du, Patrick, was jetzt Wissenschaft sein soll. Ja, nicht was sie ist, sondern was sie sein soll. Das sehe ich viel intersubjektiver. Aber jetzt streiten wir immer darum, was du gehst falsch vor, du siehst das zu eng und der andere sagt, nee, du bist zu offen. Und es ist ja so bei Teams, wenn man jetzt so Organisationsberater sich anschaut, die im Wissenschaftskontext jetzt mal nicht zu suchen haben, aber wir unterstellen das jetzt mal, dann sagen die ja, so ein optimales Team braucht halt so einen Chaoten und dann wenigstens noch einen strukturierten. Und dann kommt sozusagen als Synergieeffekt was raus, was dann ein gutes Ergebnis ist. Und vielleicht ist das bei Wissenschaft auch so. Wir streiten uns zwar immer, dass die Popperianer dann sagen, hier, ihr verletzt ja die ganzen Regeln und die Regelverletzer sagen, ihr seht zu eng. Und die streiten sich und dabei kommt was bei rum, was nicht bei rum käme, wenn die sich einigen würden. Ne? Ja. Vielleicht ist das da auch angelegt so. Genau, aber so habe ich quasi, also mein gefühlter, wahrgenommener Wissenschaftsbegriff ist ja eher eben nicht diese interdisziplinäre Auseinandersetzung. Also wenn wir jetzt ein Beispiel gerade jetzt nehmen bei dem Corona-Ding, da streiten sich in erster Linie Mediziner untereinander über Studien und dann nicht Mediziner mit Soziologen, mit Sozialarbeiterinnen, mit Lehrerinnen, mit Pädagogen, mit Psychologen, so. Also das wäre für mich der Wunsch, wenn man so ein komplexes Ding hat, dass das aus vielen verschiedenen Perspektiven, genau, Ökonomen auch noch, sondern es wird dann untereinander in dem eigenen Fachbereich und alles andere wird von vornherein auch erstmal ausgeschlossen. Das hat da erstmal nichts zu suchen, weil es halt eben dieses Fachspezifische ist. Und es ist oftmals, und das haben wir auch gesehen dort, da geht es viel um Eitelkeit, da geht es aber auch um Geld, um Status, um Macht. Also gerade hier mit Heinsberg-Studie etc., das hat für mich jetzt nicht mit diesem reinen Erkenntnisgewinn der Wissenschaft, dieser sterile Raum, den vermisse ich da. Der ist für mich da schon ganz schön dreckig. Und da wäre mir lieber, dass man da offen und ehrlicher mit umgeht und transparenter, als immer wieder diesen Nimbus zu erzeugen, dieses Mysterium oder weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, diese Strahlkraft, dass Wissenschaft ja immer ganz objektiv und immer ganz sauber und neutral ist. Nein, das ist sie eben nicht, weil sie immer auch gekoppelt ist mit Menschen, mit Eitelkeiten der Menschen, mit verschiedenen Persönlichkeiten, mit verschiedenen Interessen und so weiter und so fort. Aber wenn man das eher thematisieren würde, wäre schon viel gewonnen. Weil dann würde das auch letztendlich insgesamt die Wissenschaft aufwerten. Also gerade bei Corona, glaube ich, also könnte man jetzt mal einen anderen Kritiker von Popper reinwerfen, der nicht so oft genannt wird, hier Lakatos, ein ungarischer Mathematiker und Philosoph, der hat viel Kluges gesagt, zum Beispiel, dass Daten eigentlich Theorien sind, der macht den Unterschied gar nicht so. Und der beschreibt Wissenschaft als Prozess so, dass du da eine positive Heuristik hast und eine negative. Und die negative Heuristik, nennt er halt so, ist sozusagen ein Kern von Überzeugungen der Forscherin, die verteidigt werden, auch gegenüber neuen Fakten. Mhm. Also wir haben ja das Gütekriterium von Wissenschaftlichkeit heißt ja, das muss vorliegen, damit eine These fallen gelassen werden kann. Wenn du da nichts nennen kannst, was dazu führt, dass deine These fallen gelassen hast, lassen würdest, dann bist du kein Wissenschaftler. Das ist ein Kriterium. Und aber in der Praxis, so wie Lakatos das beschreibt, funktioniert halt Wissenschaft nur so, dass du diesen Kern hast, der wird verteidigt, der ist sozusagen Bestandsschutz. Das ist der Rasen, auf dem man nicht latscht, auch wenn die Fakten sind, und dann drumherum hast du die positive Hermeneutik, das kennzeichnen so Wege, die man gehen darf, um den inneren Kern sozusagen immer weiter zu machen, bis man den festgezurrt hat. Und so läuft es ja faktisch nicht. Also dieses Gütekriterium, dass man sagt, wir müssen falsifizierbar sein anhand der Fakten, da sagt Lakatos, praktisch läuft das nicht. Und ich sehe bei Corona halt ein ganz starkes Umkämpfen auch diese Überzeugung von Forscherinnen, auch
was ist jetzt Wissenschaft und was nicht, das ist ganz stark in diesem Diskurs mit drin. Nicht nur, was sagen jetzt, müssen wir interdisziplinär sein, sondern einfach wirklich ganz viele Alternativansätze kommen und sagen, das, was ihr hier macht, das akzeptieren wir nicht. Und da ist ganz viel Streit, was jetzt Wissenschaft ist. Und obwohl ich die Wissenschaft eigentlich ganz stark befürworte, mal zwei Beispiele, wo sich zeigt, dass halt die sagen, das ist jetzt Wissenschaft und das ist der Kern an Überzeugung, den haben wir, dann nach ihren eigenen Gütekriterien nicht mehr arbeiten. Es gab diese, weiß ich nicht, ob ihr da mal gehört habt, von diese BIM-Experimente für Präkognition, also in die Zukunft gucken, ja. Mhm. Und da hat halt jemand nach den Kriterien vor ein paar Jahren vom psychologischen Papers und Views hat er bewiesen in dem Sinne, ne? Also hat er gezeigt, man kann in die Zukunft gucken. So, und was hat man dann gemacht? Hat man gesagt, naja, wir ändern jetzt die Kriterien. Also wenn man ganz streng rangehen würde, müsste man ja sagen, die Kriterien haben gezeigt, es geht. Und ich würde ja sagen, zu Recht ändert man dann die Kriterien. Aber man sieht dann halt, wenn es nicht passt, wenn dieser Überzeugungskern angegriffen wird, dann ändert man diese Kriterien auch bei aufkommenden neuen Fakten nicht. Oder es gab eine Umfrage, auch aus der Parapsychologie oder Skeptikern, welche Daten müssten euch vorgelegt werden, damit ihr sagt, es gibt parapsychologische Phänomene. Und da haben, glaube ich, 80% oder so haben gesagt, da könnt ihr uns vorlegen, was ihr wollt, wir glauben nie dran. So, und das muss möglicherweise auch so sein. So, und deshalb verschärft sich das so, sofern dieser, auch in Corona, sofern dieser innere Kern der Heresie angegriffen wird. Wenn du den aufgibst, dann hast du auch keine Wissenschaft mehr. Das ist wahrscheinlich das, warum der Dings so stark angegriffen wird, der Feierabend, weil der da drin rumgebohrt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, wenn man Feierabend davor folgt. Ob es wirklich, obwohl ja Lakatosch auch ein Kritiker von Popper war, aber ob man nicht mit dem Modell von Lakatosch, ob man da wirklich, also obwohl er auf der Seite sozusagen vom Feierabend verortet wird, ob, wenn man Feierabend folgt, dann nicht das zerschossen wird und wir gar keine Wissenschaft in dem Sinn mehr haben. Wobei, da müssen wir nochmal überlegen, was ist jetzt Wissenschaft, aber das führt jetzt zu weit her. Ja, also was mir an dem Punkt einfach nur wichtig ist, weil ich bin ein super Fan von der Wissenschaft und deswegen sage ich ja ganz bewusst, macht Wissenschaft viel transparenter, als sie ist und entzaubert auch die Wissenschaft ein Stück weit. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass auch die Wissenschaft auf so einen Thron erhoben wird oder auch wurde schon. Ich meine, Erich Fromm, beim letzten Mal haben wir ja gehört, da sprach er ja von der großen Wissenschaft, die auf dem hohen Thron sitzt und so weiter. Was mir wichtig ist, ist einfach nur zu sensibilisieren, dass Wissenschaft eben nicht immer dieses Suche nach der Wahrheit, dieses objektive Ding ist und Erkenntnis, sondern von so vielen Faktoren mittlerweile abhängig ist, ökonomischen Faktoren. Also ich kann doch meine eigene Theorie gar nicht mehr in Frage stellen oder meine eigene Forschung, weil ich dann die nächsten Forschungsgelder einfach nicht mehr bekomme. Ich darf keine Fehler machen. Und das ist das, was ich am Popper liebe, der sagt, deckt eure eigenen Fehler auf. Das ist Wissenschaft. Trial and Error und Fehler aufdecken. Aber Wissenschaft ist im Moment in ein System eingebettet, die Fehler eigentlich nicht zulässt. Weil es entweder Vertrauensverluste gibt. Also das haben wir doch erlebt beim Drosten oder so. Wenn er sich einen Tag so und den anderen Tag revidiert er sich, da war das ein Riesendrama. Dann vertraut man ihm plötzlich nicht mehr und so weiter und so fort. Fehler sind da nicht zugelassen in diesem System. Und das sehe ich als massives Problem, weil es einerseits Wissenschaft völlig überhöht und zum anderen dieses wissenschaftliche Arbeiten, was Popper eigentlich propagiert hat, eigentlich nicht machbar ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, spielen ja auch nochmal die persönlichen Eitelkeiten von WissenschaftlerInnen eine Rolle, die sich damit profilieren wollen und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die mir dann untergehen in diesem großen Wissenschaftsbegriff. Aber ich möchte einfach sensibilisieren, dass das mehr ist, dass da mehr dahinter steckt als dieses Idealistische. Das gibt es sicher auch und sehr gehäuft. Ja gut, dann muss man, also das, wie gesagt, es gibt ja das, wie soll Wissenschaft sein? Und
dann die andere Seite, wie ist denn Wissenschaft tatsächlich und ist so, wie Wissenschaft ist, soll sie nicht auch so sein? Ne? Deshalb ist es ja eine intersubjektive Sache. Das führt vielleicht jetzt zu weit, wenn ich das Fach noch auf. Aber denk noch mal kurz drüber nach. Ich würde dann in der Zwischenzeit noch mal ein paar Chat-Sachen zumindest durchgehen und die Zeit zu nutzen. Und zwar, wo waren wir denn? Erkenntnis ist der Tod, kann man nichts machen. Ja, weiß ich nicht. Alles, was danach kommt, wer weiß. Vielleicht bringt es die Erkenntnis, vielleicht auch nicht. Welche Bedürfnispyramide ist gemeint? Das hattest du, glaube ich, René, vorhin gemeint. Ich nehme an, die Maslow'sche? Nee, eigentlich keine, habe ich schon dazu geschrieben. Sondern die sehen halt das als Unterbau, dieses Leid vermeiden, aber nicht als genug. Da muss noch ein Überbau drüber kommen. Und das ist dann sowas wie Sinnfindung oder wie gutes Leben oder so. Also zum gelungenen Leben gehört erstmal Leid vermeiden. Aber das ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Oder um es noch vereinfachter zu sagen, was gehört alles zum Leid vermeiden? Also keinen Hunger haben, keine Angst zu haben, von jemandem erstochen zu werden, also Sicherheit und so weiter. Das ist sozusagen die Vermeidung von Leidgefühlen, wenn man so will. Tom November, bei Aristoteles ist der Mensch allerdings auch schon mit Streben nach Wissen definiert, trotz Suche nach Eudaimonia, wenn ich mich nicht irre, aber sehr gute These. Genau. Ja, vielleicht muss man das ja zusammen denken, also vielleicht geht das auch, vielleicht mache ich da auch diese These zu scharf. Ich frage ja nur, ob man das zusammen denken muss und wenn der Mensch jetzt schon bestätigt durch Aristoteles sozusagen zertifiziert, die Eudaimonia vom Wissenserwerb, wobei man noch unterscheiden muss zwischen Wissensstreben und der Methode dahin. Also ich kann ja auch mir absichtlich eine nicht so optimale Methode ausdenken, damit ich ein gutes Leben habe. Machen wir ja auch, indem wir Experimente an Menschen verbieten, bestimmte Arten und Weisen, die uns weiterbringen würden. Wissenschaftlich mal sagen wir, das ist nichts fürs gute Leben, das machen wir nicht. Also da beschränken wir uns ja schon auch in den Methoden. Ja. Vielleicht zu diesem Thema der Wissenssuche. Ich meine, es ist bei Platon gewesen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Vielleicht war es auch Aristoteles, die Griechen, die sind ja alle so ein kleiner Block. Das wird auch bei anderen Religionen oft aufgegriffen, dieses Motiv. Wir kennen es hier mit der Bibel aus dem, die Vertreibung aus dem Paradies. Durch das Essen des Apfels vom Baum der Erkenntnis. Aber ich meine, es wäre Platon gewesen auch, wo im Prinzip das Unglück des Menschen darin besteht, dass er nicht nur wissenssuchend ist, sondern zwangsläufig darin gefangen ist. Also er hat keinen in diesem Sinne, wenn ich das jetzt mal so auf mein unzureichendes Wissen hin interpretieren darf, hat er kein natürliches Verhältnis zu den Dingen in der Welt. Ich weiß gar nicht mehr, woher es kommt. Er meinte, der Zeus ist im Prinzip, die Welt des Zeus ist der tote Kronos. In einer Welt, in der die Menschen mehr tierhaft in einem natürlichen Verhältnis zur Welt stehen und mit dem toten Kronos sozusagen auf einmal freigesetzt werden und im Prinzip nur noch auf der Suche sind, diese Welt wieder zu entdecken, indem sie sich in ihr natürliches Verhältnis in die Welt zurückversetzen. Was allerdings das Wissen um dieses natürliche Verhältnis voraussetzt. Und daher vielleicht auch dann dieser Gedanke, dass das gute Leben, beziehungsweise was hatte Tom November geschrieben, dass gute Leben, die Glückseligkeit mit diesem Wissenssuchen zusammenhängt. Und das und das Motiv zieht sich ja, glaube ich, durch viele Religionen hindurch. Ich meine, die Erkenntnis ist ja jetzt auch nicht so weltbewegend festzustellen, dass der Mensch in keinem natürlichen Verhältnis zur Welt steht. Dass es vermutlich deswegen auch vielen Leuten aufgefallen ist vor schon sehr langer Zeit. Aber auch das, diese Verbindung von Wahrheit und diesem guten Leben zeigt. Vielleicht mal etwas, wo glaube ich alle eigentlich verlangen, dass es mal langsam gemacht wird, um es ein bisschen mit Systemtheorie zu verbinden. Oh Gott.
In der Systemtheorie würde man ja auch eher einen funktionalen Begriff von Wahrheit haben. Das meinte ich auch, als ich dann das kurz schrieb mit Funktionalwissenschaft, Funktionalwahrheit. Da würde man ja sagen auch, okay, ist ja radikal konstruktivistisch. Okay, Wahrheit bedeutet nicht irgendwie in so einem, ja, wie sagt man, ontologischen, existenziellen Sinne, dass Wahrheit die Erkenntnis des Dings an sich ist, jetzt mal frei nach Kant, sondern Wahrheit ist funktional. Wahrheit kann man sich im Prinzip dann, also Wahrheit ist nicht, weil es ist nicht dadurch definiert, dass es dem entspricht, außerweltlich, irgendwie dem Umweltobjekt, das es bezeichnet, sondern dass es eine Funktion erfüllt, und zwar die Funktion sozusagen, dass man da darauf sich beziehen kann. Und das Problem, was dann entsteht, ist, dass es Wahrheit in so einem ontologischen Sinne nicht gibt, allerdings, dass wir es brauchen. Weil wir brauchen die Wahrheit als festes Fundament, um überhaupt handlungsfähig zu werden. Weil egal, welche Handlung ich treffe, ich brauche ja etwas, von dem ich ausgehe, dass etwas so ist, dass etwas irgendwie sei. Und genau diese Funktion erfüllt im Prinzip Wissenschaft. Sie erzeugt Wahrheit nicht in dem Sinne, dass sie sagt, wie es ist, sondern sie erzeugt Funktionswerte. Und zwar, also das, was wahr ist, auf das wir uns beziehen, für, sagen wir mal jetzt auf Individualebene, um Handlungen durchzuführen, oder jetzt etwas abstrakter auf Kommunikationsebene, um Planungssicherheit zu generieren, also im Prinzip Entscheidungen, Konsequenzen von Entscheidungen abzuschätzen. Und das ist, glaube ich, und ich glaube auch da sieht man auch wieder die Verbindung zu diesem älteren Gedanken mit das glückselige Leben, Wissenssuche, dass es darum geht, dass uns im Prinzip Wahrheitswerte gegeben werden als fundamental, die uns dann auch irgendwie eine Anweisung geben, was wir denn für ein glückliches Leben benötigen, weil die Vorstellungen davon, die unterscheiden sich ja durchaus zeitlich und auch räumlich, milieuabhängig, kulturabhängig, weil natürlich da im Prinzip verschiedene Traditionen bestehen, die unterschiedliche Dinge als glückselig erzeugen, definieren. Ich meine halt so, ob das jetzt Geld ist, ob das sozusagen durch materielle Dinge ein Status ist, der ausgedrückt werden kann, oder ob das Sterben für den Glauben ist, des Märtyrertodes, wo ja auch tatsächlich dann irgendwie in der Vorstellung Tod und Schmerz die Vollendung des Lebens sein können, und all diese Dinge. Oder man denkt an irgendwelche Meditationstechniken, wo es darum geht, zu fasten, wo man ja sagen würde, okay, das Verzicht auf Essen ist ja eigentlich etwas, was sozusagen ist so basic Leidensvermeidung, aber da kann Fasten auch sozusagen zum Weg zum Glück werden für einige Menschen. Und das alles zu erklären, das ist ja dann das Problem. Und ich glaube, das kommt genau dadurch zustande, dass es zum einen, dass Wahrheit rein funktional ist, dass es zum einen nicht gegeben ist, aber wir es auf jeden Fall benötigen. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal anhören. Im Nachhinein. Ich glaube, ich habe dich irgendwo verloren. Also Wissenschaft definiert Wissen. Ich habe mich vielleicht auch selber irgendwo ab einem gewissen Zeitpunkt verloren. Ich denke eigentlich gerade nur laut. Also Wissenschaft, glaube ich, definiert das Wissen. Stellt es nicht fest. So sozialkonstruktivistisch würde man da, obwohl das ja auch wieder eine Feststellung ist, oder eine Definition, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also mir wäre noch, bevor du da weitermachst, glaube ich, eine Sache wäre mir noch wichtig, dass dieses Anything Goes, soweit ich es weiß, eigentlich ein Sarkasmus war, der also nicht ein Freibrief, sondern in einem Dialog, den er selbst erdacht, glaube ich, hat Feierabend gesagt, so den Wissenschaftsvertreter, so den Haustür sozusagen, der da klingelt und sagt, hier, ich bin von der Wissenschaft, wollen Sie die? Und diesen Dialog getreten, und dann hat er gesagt, wurde der gefragt von dem Wissenschaftsvertreter, was die Regel ist, nach der Wissenschaft jetzt funktioniert.
Was ist die Regel? Und da sagt er, die gibt es nicht, haben wir historisch gesehen, die denkt ihr euch aus. Die gibt es nicht, diese Regel. Und da sagt er, ja, aber doch, die muss es geben. Und da sagt er, na gut, wenn es eine Regel gibt, dann ist es die, es geht halt alles. Ja, das ist die Empirie, so wird gezeigt. Und es war keine Aufforderung, so wie ich das weiß, sondern es war eine Feststellung, irgendwie geht das scheinbar alles zu gehen. Das ist vielleicht nochmal wichtig, weil das ja dieses alles geht zur Programmatik erhoben wurde. Ne? Das ist ja einfach nur eine Beobachtung gewesen. Ja, so das war das, was ich sagen wollte heute. Genau, aber weil natürlich der Slogan nichtsdestotrotz immer noch ausdrückt, also das Problem, sage ich mal, des Slogans ist ja dieses losgelöste Interpretierbare. Also dass viele sagen, okay, dann ist alles x-beliebig. Das meinte er damit eben nicht, aber das wurde dann oft so in diese Richtung gedreht. Sondern es war ja eher gegen dieses dogmatisch, diese Methodendogmatik, gegen die er ja letztendlich sehr ausführlich angeschrieben hat. Und dafür war es eigentlich nur der Slogan letztlich. Ja. Habe ich zumindest verstanden. Und es gibt auch einen Punkt, warum er so provokant ist. Er hat gesagt, die Provokation als solche ist eigentlich die einzige Möglichkeit manchmal, diesen abgeschlossenen Wissenschaftsbetrieb dazu zu bringen, sich mit einem zu beschäftigen. Weil wir wissen ja alle, Kuh, ne, die Anomalien werden ignoriert, bis es gar nicht mehr geht. So, und wenn du aber jetzt irgendwie was Neues hast und du willst, dass jemand mit dir in den Dialog tritt, dann hat er vertreten, ja, da musst du halt sehr provokant auftreten, dann fühlen die sich herausgefordert. Wenn du dann bloß sagst, hier, ich habe was, wirst du ignoriert und gehst halt unter. Und das ist vielleicht auch ein Grund für sein Auftreten zum Teil. Das ist ja mit ein Grund für das Auftreten vieler im Moment. Okay. Im Netz und in den Medien und darüber hinaus, weil es ja tatsächlich genau diese Spielregeln letztendlich sind. Also schrei laut genug, sag irgendwas Saudummes und dir ist die Aufmerksamkeit sicher. Sachlich nüchtern, es hört dir kein Mensch zu. Auch diesen Tweet, den ich als Ankündigung ihn als natürlich als Wissenschaftsanarchisten und Nemesis, das war natürlich auch augenzwinkernd gemeint, aber es hat halt für Aufmerksamkeit gesorgt. Ja, und da hat sich gleich ein VIP. Genau, hat sich gleich auf die Professor Esser gleich mal auf den Schlips getreten gefühlt. So, ja, wer hätte nichts gesagt, wenn das alles so... Genau, wenn einfach nur, wir machen heute Paul Feierabend, hätte er nie was dazu gesagt. Nee. Und klar, das ist der Punkt. Also die Provokation ist natürlich ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ich glaube, deshalb mag ich ihn auch so sehr. Ich bin ja eher ein undogmatischer Mensch. So. Und das ist er ja scheinbar auch so ein bisschen. Und nochmal zu dem, was gerade Thomas gesagt hat mit dem Funktionalen. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass quasi der Wahrheitsbegriff eine Funktion ist, wo es nicht darum geht, die Wahrheit als solches, sondern dass das wie so ein Stellvertreter ist oder wie ein Bezugspunkt oder so habe ich es jetzt eher verstanden. Also dass man sagt, man braucht psychologisch gesehen allein schon als Mensch diesen Orientierungspunkt der Wahrheit. Auch in Abgrenzung zur Lüge, weil es einfach diese Sicherheitsaspekte gibt, diese Orientierung gibt, die uns überhaupt grundsätzlich dazu veranlassen, morgens aufzustehen zu können, so ein bisschen. Ich habe eine Frage an euch, und zwar, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, weil ich meine, Paul Feierabend kenne ich natürlich, aber ich habe das Gefühl, so in vielleicht Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften kennt man so den Namen Paul Feierabend. Aber wirklich eine Rolle spielt er nicht. Nö. Ja, dem würde ich zustimmen. Nicht explizit, sagen wir so. Also weil mein Eindruck ist eher so, auch wenn man so sich in Universitäten und so, wo man sich da so bewegt und mit Leuten redet, ist halt wissenschaftliches Arbeiten ist gleich Popper. Und das wird auch von Leuten gemacht, die teilweise den Namen von Popper gar nicht kennen, sondern es hat sozusagen, ne, das ist so wie bei Hegel, die höchste Stufe der Religion, wenn der Gottesbezug entfernt wird. Dass auch so Sachen, die Popper gesagt, ich meine, dass das teilweise gewusst ist,
wie zum Beispiel, dass ja Popper auch gesagt hat, ja, beweisen nichts mehr. Ne? Es geht da, die Dinge die bewähren sich, alle Erkenntnis ist vorläufig. Ne? So, es geht darum, dass wir nur darauf warten, dass alles falsifiziert wird, deswegen beweisen wir nichts mehr. Und dass das auch durchaus gewusst ist und dann immer gesagt wird, ja, das haben wir belegt. Ne? Es gibt da dann einen Katalog von Begriffen, die dann benutzt werden, um nicht beweisen zu sagen. Mhm. Aber das vielleicht ist es auch nur mein Eindruck, aber dass es mir so scheint, dass denn all dieses, ne, oder wir haben gute Gründe, das zu denken, dass diese ganzen Worte benutzt werden, aber sie werden verwandt in den Sätzen und es wird sich weiterhin darauf bezogen, als ob man gesagt hätte, wir haben da was bewiesen. Mhm. Und das finde ich halt nämlich auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch natürlich solche Erkenntnisphilosophien erstens natürlich die Diskussion darum vermutlich oft dann nur in der Fachdisziplin stattfindet und Entwicklungen, die es da gibt, auch nicht unbedingt in andere Disziplinen durchsickern. Und zum Zweiten, dass diese ganzen durchaus differenzierten Begriffe, die da entwickelt werden, die dann durchaus weiterverwandt werden, dass es eigentlich nicht lohnt zu gucken, was ist laut Theorie mit den Begriffen gemeint, sondern wie werden sie wirklich verwandt. Und mein Eindruck ist halt so, dass es immer noch so ist. Man geht davon aus, dass man Dinge beweist. Jedenfalls wird es so behandelt. Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Und ich glaube auch auf der anderen Seite, warum spielt Feierabend in der Wissenschaft und der Wissenschaftstheorie keine Rolle, ist, glaube ich, weil er auch so ein bisschen als Nestbeschmutzer betrachtet wurde. Weil er natürlich die Wissenschaft als Disziplin mit seinen Gedanken grundsätzlich in Frage gestellt hat. Also nicht grundsätzlich die Wissenschaft als, weil er Teil ist. Doch, hat er. Also das will ich jetzt, ich muss wahrscheinlich mal wieder ein bisschen, hörst du mich noch? Ja. Also der hat, soweit ich weiß, es schon gesagt, er hat gesagt, die Wissenschaft, also definiert sich über eine Methode, also die gesellschaftliche Bedeutung kommt aus der Methode. Und weil die Methode nicht da ist, weil dann zeigen kann, dass es keine stringente Methode gibt, soll die Wissenschaft auch keine Bedeutung haben. Und da gibt es jetzt andere, die dann sagen, bei allem, was er gesagt hat, das ist ein logischer Fehlschluss. Also zum Beispiel der Philosoph Paul Heuning-Hühne heißt er. Ja, der sagt, das ist ein Fehlschluss. Will ich jetzt nicht erklären hier, warum. Aber der hat schon die Wissenschaft, die gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaft nicht nur so in Frage gestellt, dass man sagt, ich stelle es in Frage, damit wir es verbessern, sondern wirklich, um die zu zerschießen. Also so ist es mir bekannt. Gut, umso mehr ein Argument, warum Feierabend sozusagen im wissenschaftlichen Diskurs kaum auftaucht. Also ist ja logisch. Also ich verbreite ja nichts, was sozusagen im eigenen System schadet. Tja, hat er sich selbst abgeschossen. Im Grunde genommen ja, und ich glaube, er hat da auch darunter gelitten tatsächlich. So was ich so gelesen habe. Er wollte Leid vermeiden, da hat er jetzt nicht die richtige Strategie verwendet. Für hätte sich, auch Papa hören sollen. Genau, also vor allen Dingen, wenn er weiterhin Teil, hätte er auch sagen können, ich werde jetzt Künstler. Aber er wollte ja Teil der Wissenschaft bleiben. Also er ist ja trotzdem an Hochschulen, hat gelehrt. Also er war ja Teil des Wissenschafts- oder akademischen Betriebes. Und da ist natürlich, also wie gesagt, gibt es das gute alte Sprichwort, scheiß nicht da, wo du isst. Und das hat er halt getan. Ja, später im Interview sagt er, er ist jetzt Pensionist sozusagen. Und das gefällt ihm eigentlich sehr gut. Ich glaube, da redet er sich auch ein bisschen was schön, so ein bisschen Küchenpsychologisches bedeutet. Ja. Naja, gut. Aber trotzdem umso spannender, sich genau das wieder rauszukommen und anzugucken. Also deswegen finde ich ihn ja als, ich mag ja quasi diese gegen den Strich gebürsteten Leute. Ja, aber ich finde ihn auch total klasse, aber ich könnte mit denen nicht forschen. Also das wird also schwierig werden. ich wüsste nicht, wie, also wo ich da ansetzen sollte bei den Argumenten, oder? Wenn er dann sagt, ja, das mag ja sein, aber dann ziehst du ja den Leuten den Sicherheit. Das ist aber auch ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite sagt er ja, lasst die Religion Religion sein, zerschießt die nicht mit eurer Vernunft. Die verlieren ihre Sicherheit, aber andere kriegen ihre Sicherheit genau eben aus
eben nicht nur aus den festen Strukturen, sondern auch aus der Freiheit, also ihr Lebensglück auch aus einer gewissen Freiheit, die er dann auch zuschießt. Also so ganz stringent ist das alles nicht. Also da habe ich Schwierigkeiten mit. Nee, aber genau das mag ich ja. Also ich mag diese Widersprüchlichkeiten. Die gibt ja so Menschen, die so diese absoluten Widersprüchlichkeiten nicht in die Welt setzen, sondern sie sichtbar machen. Das ist ja das, was er tut, im Grunde genommen. Also ja, das tut er wenigstens. Luhmann hat diese Widersprüchlichkeiten verdeckt, die er in seiner Theorie hat. Er zeigt sie wenigstens auf durch sein eigenes Leben. Genau, und das war ja ganz sein klares Veto. Ganz klares Veto an dieser Stelle. Na gut, ich will aber nicht das Thema ablenken. Wir haben ja Feierabend. Na, jetzt darf aber Thomas noch mal einmal was zu Luhmann sagen. Der Pferd ist halber, wenn du schon hier im Ring bist. Ich will dazu gar nicht so viel sagen. Aber auch das ist eine Sache, die mir durchaus, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der, ich bin jetzt, gehöre jetzt vielleicht auch nicht zu den orthodoxen Systemtheoretikern. Aber ja, was mir bei Systemtheorie zwar durchaus aufgefallen ist, dass oft auch überlesen wird, dass Luhmann ja durchaus auch formuliert hat, dass auch seine Theorie keine Wahrheit vermittelt, sondern wie alles halt eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Beobachtung anbietet. Und die, wenn sie eine Funktion erfüllt, halt, naja, dann halt weitergehen wird und weitergearbeitet wird und sonst verschwinden wird. Es ist ja nicht so, als ob Luhmann formulieren würde, er würde ja jetzt mit irgendwelchen Wahrheiten daherkommen. Und letztendlich geht es ja auch bei Luhmann denn darum, Paradoxien zu benennen, zu zeigen und zu entfalten und eben nicht die als was Schlimmes, sondern einfach anzuerkennen, dass irgendwie das, womit wir in unserem Beobachten umgehen, dass das alles hochparadox ist. Und das ist, und aber auch, dass gerade diese Paradoxie eigentlich gerade der Mechanismus ist, der das alles am Laufen hält. So, ne? Also weil es einfach viel darum geht. Also viel sind die sozusagen Systeme damit beschäftigt, permanent mit sich an ihren Paradoxien abzuarbeiten, indem sie sie überdecken und eben nicht sichtbar machen. Mhm. Genau, das vielleicht zur Verteidigung von Luhmann. Genau, deswegen, ich persönlich sehe deswegen zum Beispiel als Teil des gelungenen Lebens oder ich meine, deswegen sprechen wir ja jetzt hier, machen so Faxen wie das hier, ist ja dieses Rätseln an sich. Also das ist ja nichts anderes, wir rätseln ja nur die ganze Zeit. Das finde ich fast schon als die Suche nach der Wahrheit finde ich wesentlich interessanter, als die Wahrheit dann zu finden, weil das wird dann die riesengroße Enttäuschung sein. Also bist du so jemand, die Vorfreude. Bist du dann jemand, der beim Krimi, kurz bevor der Detektiv sagt, der Mörder ist, schaltest du aus? Nein, ich schalte natürlich nicht aus, weil diesen Moment abzupassen zwischen Aufdecken und weiter Rätseln ist natürlich so kurz, dass man, also das Rätseln funktioniert immer dahin, dass das Ergebnis, aber ich bin immer enttäuscht dann. Okay. Ich bin dann immer enttäuscht, ah ja klar, der war es. Ja, okay. Aber wenn ich hier auf den Chat gucke, die sind so still geworden, wir nehmen vielleicht viel zu viel Redezeit, vielleicht solltest du das Video weiterlaufen lassen und mal schauen, ja, also, oder die sind alle schon eingeschlafen. Ja, also ich würde zum einen, also eingeschlafen glaube ich nicht, sind noch alle eifrig, zumindest hören sie zu. Was natürlich der Fall ist, wenn jetzt drei Leute hier reden, ist klar, dann ist der Chat, deswegen würde ich jetzt eher mal Chat-Nachrichten quasi nochmal einbauen. Ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum viele eher sich jetzt zurückgehalten haben, weil wir gar nicht mehr auf Chat reagieren. Wir ignorieren sie. Wir ignorieren nicht, sondern wir fokussieren uns auf unser Gespräch und dann kommen wir jetzt wieder zurück quasi. Das Spezifische des Streams geht damit ein bisschen verloren, nicht? Genau, weil sonst können wir ja sowieso zu dritten Podcast machen. Ja eben, du könntest ja sowas wie eine Eieruhr laufen lassen für Leute, die sich anmelden. Dann kann aber Thomas nichts mehr sagen. Genau, also deswegen war auch meine Frage tatsächlich, kommt ihr zu zweit oder jeweils, ist tatsächlich so eine Erfahrung, je mehr Leute natürlich jetzt in On-Air-Raum sind, desto mehr Raum nehmen sie natürlich ein und desto chaotischer wird es und dann geht das sozusagen komplett unter, aber ich muss selber hier nochmal ausprobieren, wie sowas funktionieren könnte, aber ich finde es ja schon mal gut, dass ihr selber da eine Sensibilität für habt, ist ja schon mal gut, ist ja eine gute Voraussetzung, wenn ihr selber merkt, lass doch den Chat mal wieder. Das ist eigentlich dann der Idealfall. Also wenn alle dieses gleiche Gespür dafür haben.
Und deswegen, also erstmal an der Stelle, ich will euch ja jetzt nicht rausschmeißen, ihr bleibt ja gerne da. Ihr habt ja erkannt, wieso der Rhythmus ist. Also, ich will jetzt einfach mal ein paar Chat-Sachen tatsächlich nochmal vorlesen und darauf eingehen und ihr gerne auch, wenn ihr dazu was kurz sagt. Also sollen wir noch sagen. Drin bleiben und stillhalten? Außer wie ihr mögt. Also würde ich euch ungern jetzt rausschmeißen. Ihr könnt gerne. Da ist ein Chat-Kommentar, ich weiß nicht, der ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie genau er jetzt reinpasst. Ich fand den aber durchaus relevant von Steffen Peschel. Ja. Vielleicht als Ergänzung, man hört vom Klimawandelleugnen, die Wissenschaft sei nicht einig, was ein Teil der Wissensfindung instrumentalisiert, um Wissenschaft als solches zu diskreditieren. Und da sieht man vielleicht auch, weil letztendlich das, was man von Drosten und Kekulé, ich hoffe, so wird er ausgesprochen, man hört da ja so einiges, und diversen anderen mitkriegt, das ist ja letztendlich, ist da ja der Punkt, meiner Ansicht nach, das ist ja nicht Wissenschaft, sondern das ist massenmediale Kommunikation und die folgt anderen Regeln. So die wissenschaftliche Kommunikation, die kann man in Papern, in Büchern und so weiter sich antun. Und aber hier ist halt, aber das ist genau der Punkt bei diesen Klimawandelleuten natürlich, denn wird das gegen die Wissenschaft instrumentalisiert, dass man sich uneinig wäre und so weiter, aber auch diese Uneinigkeit ja nicht unbedingt zwangsläufig ein etwas ist, was in der wissenschaftlichen Diskussion da an diesem Punkt ist, sondern auch teilweise Sachen sind, die erst durch die massenmediale Kommunikation hervortreten. Und ich finde da nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass man da dann Kommunikation von Personen trennt. Mhm. Eine der Lieblingstrennungen, die Systemtheorie macht, Kommunikation unabhängig von Personen zu verstehen. Aber dass auch Wissenschaftler sind nicht die Wissenschaft. So, wenn Wissenschaftler massenmedial auftreten, dann treten sie massenmedial auf und werden vermutlich dann massenmedial kommunizieren. Und ich will da jetzt auch gar keine Motive unterstellen, weil ich spekuliere grundsätzlich nicht über irgendwie die Innenwerte von Menschen. Funktioniert auch einer anderen Logik. Und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen so Inkompatibilität, wenn es in Politik darum geht, allgemein verbindliche Entscheidungen herbeizuführen, ja, die werden dann halt zwangsläufig, die können zwar von Zeitpunkt zu Zeitpunkt revidiert werden, aber die können zu einem Zeitpunkt nun nur in einer Art und Weise ausfallen. Und die ist sozusagen in gewisser Weise ein bisschen restriktiv gegenüber Pluralismus, zumindest immer von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. Also es kann halt nur eine Regel zu, also es können nicht zwei widersprüchliche Regeln zu einem Zeitpunkt gelten, wollte ich damit sagen. Wie sieht denn der Chat das eigentlich? Ist Feierabend jemand, der so Klimaleugnern, wenn wir es mal so abwertend sagen sollen, Vorschub leistet? Mhm. Also die sozialkonstruktivistische Schule, die hat ja da schon viel demontiert von diesem inneren Kern der Wissenschaft, diese Negativheuristik und Feierabend auch. Inwieweit kann man dem denn zurechnen, dass wir da vielleicht in Schwierigkeiten kommen, wenn die sich auf ihn beziehen zum Beispiel? Wobei wir da ja sagen, der ist nicht so stark verankert, dass der sozusagen der Bezug auf ihn in der Wissenschaft dann sozusagen groß was bewirkt, aber der dient denen ja so als Grundlage ihrer, also der, wenn man dieses Video jetzt zeigt und das kann man in so einem Verschwörungskreis, kann man das zeigen und die feiern das Video alle, genau wie wir. Anders das sehen. Gut, aber ich glaube, sie bräuchten das nicht, um ihren Kram zu machen. Das ist ja, das vielleicht ein Ding, also an dem Punkt sind wir ja lange, also das zeigt uns ja gerade Trump in Höchstform, dass es überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, ob es irgendwelche wissenschaftlichen, intellektuellen, wie auch immer gearteten Bezüge gibt, sondern es wird einfach rausgehauen, also da ist wirklich anything goes an der Tagesordnung. Ja, anything goes. Und da brauchst du gar nicht mehr irgendwie eine Begründung von irgendeinem Wissenschaftler, um das zu untermauern, sondern es wird halt einfach gemacht. Und ich glaube, es ist halt gut, wenn er da ist. Genau, also es ist, wenn du sozusagen mit einem
ernsthaften Wissenschaftler in einen Disput gehst als Verschwörungstheoretiker und dann bringst du Feierabend sozusagen ins Spiel, ist das immer Munition. So. Ja, es ist ein, aber es ist nie der Anlass oder der Grund, damit, weil dass es solche Dinge gibt, weil die gibt es schon seit Tausenden von Jahren, seit es Religion gibt, seit es so diese Verschwörungsgeschichten, Mythen etc. Das, ich finde ja eher, dass ein Konstruktivismus und so weiter das besser erklärt, als vielmehr das anstößt. Ich glaube, was da auch immer hintersteckt, auch bei dieser, ob das jetzt bei Trump oder auch bei den neutral formuliert hier, diesen Menschen, die den Klimawandel für nicht real halten und auch Corona vielleicht nicht für ganz real halten, davon gibt es ja offensichtlich Menschen, die das so glauben. So wie es Menschen gibt, die das anders glauben. Was man da oft sieht, ist bei, gerade was Konstruktivismus angeht, ist das im Prinzip eine intellektuell unredliche Verwendung von konstruktivistischen oder auch bei irgendwie, wenn es um Moral und Ethik geht, von relativistischen Argumenten. Ja. Weil ich denke, weil wenn ich ja sage, ja, das ist ja auch das, was ich bei Luhmann gerade sagte. Ne? Luhmann erklärt irgendwie, alles ist eine Beobachtung, dies, das. Muss ich ja auch diese Argumente, wenn sie nicht sozusagen reine Argumentationsstrategie sind, weil ich irgendeine Position durchsetzen möchte, muss ich diese Argumente hier ernst nehmen. Und das bedeutet, wenn alles eine Beobachtung ist, wenn alles konstruiert ist, wenn alles relativ ist, dann gilt das genauso wie für meine Position. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Natürlich wird diese Frage in konstruktivistischen Theorien bearbeitet, weil es ja eine Frage ist, die sich mehr oder weniger aufdrängt. Aber ich sage mal so, in diesem, ich nenne ihn jetzt erstmal Vulgärkonstruktivismus oder Relativismus, wird diese Frage nicht gestellt, sondern der Konstruktivismus und der Relativismus dient eigentlich nur zur Relativierung anderer Standpunkte und spielt für den eigenen gar keine Rolle. Weil man kann natürlich irgendwelche jetzt bei Covid-19 irgendwie jetzt, kann man natürlich irgendwelche Wissenschaftler aus dem Hut zaubern, wie ich glaube jetzt prominentester war der Doktor Wodak? Ich glaube ja, er war Doktor. Mhm. Der wird aus dem Hut gezaubert so und der sagt jetzt was anderes. Natürlich, der hat jetzt erstmal einen Doktortitel, scheint also irgendwie Wissenschaft zu sein, ist mit den Insignien ausgestattet. Dessen und jetzt sagt er, ja gut, ne, man weiß es ja gar nicht so genau, ne, aber wie rechtfertige ich jetzt, dass ich diesem glaube und nicht einen anderen? Und das ist der Punkt und das verstehe ich unter dieser intellektuellen Unredlichkeit bei der Verwendung von relativistischen, konstruktivistischen Argumenten, wenn sie nur geführt werden, um eine vorbestehende Position durchzudrücken, anstatt sie ernst zu nehmen. Und das bedeutet, sie auch für die eigene Position ernst zu nehmen. Genau, das ist der Punkt. Also das ist der Unterschied. Also ich glaube, das ist, wenn man jemandem begegnet, der so aus diesem Spektrum der Verschwörungsmythikern und so weiter kommt und der haut einem den Konstruktivismus oder Relativismus, das nochmal kurz erklärt, weil gab hier auch schon jemand, der sagt, es war kurzfristig sehr intellektuell, aber auch gut mal zuzuhören. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in unserer eigenen Blase, da würde Feierabend jetzt schimpfen auf uns. Wir diskutieren hier schon auf so einem Niveau, das sehr viele Voraussetzungen schafft, was man eigentlich wissen müsste. Also man muss wissen, was Systemtheorie, blablabla, bla, bla, Konstruktivismus, Sozialkonstruktion, das sind alles Begriffe, die allermeisten wahrscheinlich überhaupt nicht, also vielleicht mal gehört haben, aber noch niemals, selbst ich wüsste zum Teil auch, müsste ich erstmal länger darüber nachdenken, was steckt da eigentlich dahinter. Aber ich versuche das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Also der Konstruktivismus oder der Relativismus, was aber wieder eine Abgrenzung ist vom Konstruktivismus, ist im Kern eigentlich nur eine Wissenschaft, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ist die Wirklichkeit wirklich? Gibt es die wirkliche Wirklichkeit oder ist nicht alles, was wir wahrnehmen, konstruiert und zwar durch unseren Apparat hier oben, durch unser Hirn? Weil im Grunde genommen ist es so, wir haben Reize, wie Licht und so weiter und unser Gehirn macht daraus erst ein Bild. Also es ist nicht so, dass das Bild da ist und wir sehen einfach gespiegeltes Bild. Und deshalb kam ursprünglich der Konstruktivismus tatsächlich aus der biologischen Ecke, die sozusagen
sich da mit der Frage befasst habe, wie funktioniert Wahrnehmung bei Menschen und so weiter. Und da kam man dann sehr schnell auch auf diese philosophische Ecke zu sagen, ja, die wirkliche Wirklichkeit gibt es eigentlich nicht, sondern es ist immer eine Interpretation von dessen, was wir wahrnehmen. Und dann gibt es auch Wirklichkeit erster Ordnung, zweiter Ordnung. Also sprich, es gibt sowas wie klarere Wahrnehmung. Also wir haben beispielsweise, wir können einen Klumpen Gold in der Hand, der hat ein gewisses Gewicht, der glänzt so schön, der ist vielleicht ein bisschen weicher als andere Metalle, den können wir sozusagen auf dieser Wirklichkeitsebene ganz gut einordnen und vor allen Dingen Leute, die nebendran stehen, sehen das ähnlich, diesen Goldklumpen nehmen die ähnlich wahr, die fühlen ihn ähnlich wahr, es sei denn, sie können gerade nicht tasten oder können nicht riechen oder schmecken und so weiter. Das ist sozusagen die erste Ordnung. Und die zweite Ordnung ist, was ist das Ding wert? Was ist dieser Klumpen Materie dir persönlich wert? Und da fängt es dann schon an in diese Konstruktion zweiter Ordnung, weil dann wird es ganz wild. Also der eine will da 1.000 Euro für haben, der andere sagt, wieso sollte ich jetzt hier für einen Stein ein Stück Ding so und so viel Geld bezahlen? Und das versucht der Konstruktivismus sozusagen zu thematisieren und aufzudröseln. Und damit gerät er in die Gefahr, dass manche sagen, ja, dann wird ja alles belanglos. Dann ist ja alles egal. Also das ist dann so der Vorwurf des Relativismus, der aber im Grunde genommen auch nur sagt, es ist alles in Relation zu sehen, in Kontexten, in Verhältnissen zu betrachten. Das ist eine Art und Weise, also Thomas sieht die Dinge aus vielleicht einer eher systemtheoretischen Brille, weil er sehr viel darüber gelesen hat, über diese Theorien. René im Gegensatz hasst die Systemtheorie. Desto wenig, desto milde gesagt. Aber okay. Er verabscheut, er hasst sie nicht so, er verabscheut sie. Und hat sozusagen andere Denkschablonen, Interpretationsschablonen, wie er Dinge betrachtet. Und die beiden haben jetzt sozusagen eine ganz unterschiedliche Konstruktion von Wirklichkeit und schauen aus ganz anderen Brillen auf verschiedene Themen und kommen dann in den Streit. Und naja, das versucht. Wir sind uns in einem einig, dass nämlich Thomas falsch liegt. Das sieht ja auch selbst. Du hast ja selbst gesagt, Thomas, Luhmann geht von der Theorie als reines Moment, aus. Insofern sind wir uns da einig. Ich gebe zu, dass ich nicht richtig liege, aber das heißt nicht, dass ich falsch liegen würde. Ja, naja, okay. So, also vielleicht kam jetzt zumindest mal rüber, was mit Konstruktivismus quasi gemeint ist, eben zu sagen, oder noch ganz banaler in die Kinderbuchwelt zu gehen, Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist dann so der nächste Schritt in die Abstraktion, weil natürlich kann ich mir auch also das ist ja das, was Watzlawick dann tatsächlich in die Anwendung des Konstruktivismus, nämlich in die Psychotherapie gebracht hat. Nämlich zu sagen, ich kann aktiv meine Wahrnehmung und meine Deutung von meiner Lebenswelt, in der ich lebe, umändern. Also Reframing, das, was wir aus anderen Kontexten ja kennen, diesen Begriff vielleicht, kann ich umdeuten und kann sagen, und plötzlich, wenn ich was umdeute, ist es vielleicht gar nicht mehr so schrecklich für mich, sondern das ist so wie diesen Tipp, den man hat, wenn man aufgeregtes Lampenfieber hat, vor Publikum zu sprechen. Dieser Tipp, stell dir doch alle nackt vor. Das ist so klassisches Reframing. Also eine andere Wahrnehmung zu versuchen mit einer Situation, die mir vorher Angst macht, versuche ich das so umzudeuten, dass sie mir nicht mehr Angst macht. Und das ist so im Kern dieser proaktive Konstruktivismus. Wenn ich nochmal kurz einen Einschub machen darf. Und zwar, ich fand das sehr schön, dieser biologische Konstruktivismus mit dem Gehirn. Und um vielleicht auch deutlich zu machen, wo die ganze Sache besonders tricky wird, wenn man sagt, okay, wir können eigentlich gar nichts über die Welt wissen. Letztendlich haben wir nur irgendwelche biochemischen Sensoren, die irgendwelche Reize aufnehmen, umwandeln in elektromagnetische Pulse und das Gehirn interpretiert das dann alles auch noch irgendwie. Da muss man ja auch sagen, woher wissen wir denn, dass da ein Gehirn ist? Letztendlich haben wir davon nur Sinneseindrücke und da wird es dann halt so mit solchen Problemen umzugehen, da wird es dann ein bisschen problematisch, ein bisschen tricky. Genau, deswegen haben die Konstruktivisten haben den einzigen Unterschied auch nochmal, dass sie sagen, auch unser Modell ist nur ein Modell. Ja. Und das sind eine der wenigen Schulen, die sich selber von vornherein in Frage stellen. Also sie stellen alles andere in Frage, aber damit inklusive auch sich selbst. Und das finde ich sozusagen sehr sympathisch an der Stelle.
Auch schön dieser Einwand, der ihn gebracht hat, denn wäre ja alles belanglos, da muss man ja auch sagen, ja gut, das ist jetzt eine Interpretation, also ne, das genau. Ist ja auch so nach teleologisch, also zu einem Ziel hingedacht. Und was ist denn, wenn man sagt, naja, also Dinge von Belang, wieso muss, also wir können doch feststellen, dass Dinge von Belang sind für Leute, also es geht doch nicht darum zu erklären, was von Belang ist, sondern festzustellen, dass Dinge von Belang sind und zu versuchen zu verstehen, warum Dinge von Belang sind und ja auch durchaus unterschiedliche Dinge von Belang sind und dass sich das alles widerspricht und diese ganzen Widersprüche nicht damit aufzuheben, indem man sagt, ich erkenne eine Wahrheit. Und damit kann ich jetzt sagen, deine Ansicht, was du von denkst, was von Belang ist, ist falsch und deine auch, denn das ist die richtige. Irgendwie, keine Ahnung, René, herzlichen Glückwunsch, du hast es richtig erkannt. Deine Ansicht war, dass das Richtige von Belang ist. Sondern anzuerkennen, dass diese unterschiedlichen Dinge, also das muss ich dann ja machen, wenn ich von so einem Wahrheitsbegriff mache. Sondern sozusagen dann hinzugehen und sagen, okay, es gibt da nicht die Wahrheit zu sagen, das ist das Wichtige oder das, sondern zu sagen, es ist offensichtlich, sind Dinge wichtig für Personen und auch darüber hinaus für Kulturen ganz, also systematisch unterschiedlich und zu verstehen, okay, und zu erklären, warum ist es so, warum sind unterschiedliche Dinge wichtig und auch im Widerspruch wichtig. Und dann ist auch klar, dann zu sagen, irgendwie, was soll Wissenschaft, was sollen wichtige Dinge sein? Das ist dann aber auch eine Frage, mit der man sich dann sozusagen in der Wissenschaft so, das müsste man ausklären. Das ist dann nicht mehr dann dadurch zu klären. Ich habe aber ein bisschen, ihr habt beide gesagt, Feierabend und Verschwörungstheorie, Gläubige, dann führt es zu weit, wenn das Motiv, ihn zu nutzen, schäbig ist. Mal davon, ihr habt natürlich auch gesagt, die würden dann halt jemand anders nutzen. Aber das ist ja gerade dann der Punkt, der für Popper sozusagen, wo Popper eine Lösung findet, nämlich zu sagen, das Motiv ist eigentlich egal. Du kannst mit jedem Motiv, mit jeder Vorstellung, mit jedem Glaubenskonzept eine Theorie aufstellen, die kommt in die Arena und dann wird die zerpflückt. Und wenn sie hält, dann ist uns völlig egal, mit welchem Motiv ihr rangeht. Das finde ich dann wieder eine Stärke für die Feierabendsherangehensweise, keine Lösung hat, denn die hängt irgendwie schon vom Motiv ab. Weil wenn alles geht, dann kannst du natürlich motivabhängig, von deinem persönlichen Interessen abhängig, Sachen ins Spielfeld werfen. Und das obliegt dann keiner intersubjektiven Prüfung mehr, wie bei Popper, wo dann ganz andere mit dem Ziel drauf gucken, das zu vernichten. Nur als Ideal jetzt genommen, wenn wir sind, glaube ich, uns einig, dass es so dann in der Praxis nicht unbedingt funktioniert. Aber das finde ich halt, ist noch ein bisschen eine Schwäche von diesem alles geht, wenn das so abhängig von deinem persönlichen Motiven ist. Also nochmal zwei Gedanken. Also das eine war, was ich ja ursprünglich noch erklären wollte, wo ich dann nochmal den Konstruktivismus erklären musste oder wollte, war ja nochmal, was ist, wenn ich so Leuten begegne, die das als Waffe nehmen? Also diesen Relativismusvorwurf, naja, wenn alles nur konstruiert ist, ist ja auch alles egal. Da kann man dann eben sagen, also diejenigen, die mit dieser Begründung irgendeiner Theorie nachhängen, die absurd erscheint dem anderen gegenüber, dann muss man dem sagen, naja, das Gleiche gilt natürlich auch für deine Wahrheit, die du vertrittst. Also wenn du jetzt behauptest, das Virus gibt es nicht und du sagst mir, du kannst nicht behaupten, das gibt es, weil es gibt ja den Konstruktivismus, dann gilt es für den anderen eben genauso. Und damit hat man mal mindestens eine Patt-Situation. Das bringt niemanden weiter an der Stelle. Sondern vielleicht kommt man dann ganz anders in das Gespräch. Und nee, kommst du nicht. Wahrscheinlich nicht, weil darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht um Erkenntnisgewinn, sondern es geht um Überzeugen, den anderen überzeugen von etwas. Aber ein nur, weiß gar nicht, ob das hier zum Thema passt, aber ein große, also eine Logik, die ich habe da ein bisschen in den Verschwörungsforum mich mal umguckt, ein großer Argumentationsstrang, den jeder so für sich dort hat, ohne sich dem bewusst zu machen ist, was in den Mainstream-Medien kommt, muss falsch sein. Also das muss falsch sein. Das ist einfach, absurd. Da kannst du noch so sehr argumentieren. Das ist falsch, weil es von dort kommt. Und ja, aber alle gucken es und wenn die dann aber zufällig was berichten, was mir dann wieder schmeckt, ja, dann haben sie dann doch zufällig wieder recht. Also
ja, das ist natürlich alles. Aber ich glaube, da sieht man. Aber nochmal ein Punkt zu dem Anything Goes. Da fand ich einen Gedanken von Heinz von Förster tatsächlich sehr, sehr gut, der ja auch immer wieder konfrontiert wurde, durch den Konstruktivismus in den Relativismus abzurutschen, oder ist dann alles egal. Der hat dann gesagt: Nein, dann beginnt ja erst die Verantwortung. Weil ich ja dann in der Lage bin, selber Konstruktionen zu machen und selber darüber zu entscheiden, was ist jetzt wichtig. Und ich komme selber in diese Verantwortung hinein, weil ich dann plötzlich eben nicht mehr einfach das glaube, was andere mir sagen, sondern ich muss selber die Verantwortung für das übernehmen, was ich vertrete an dem Punkt. Und das fand ich dann schon sehr spannend an der Stelle. Oh, da würde ich aber gern dagegen. Also das ist doch genau das, wo wir jetzt ein Problem haben bei Corona und beim Klimawandel, weil sich nämlich jeder für selbst für den Virologen Nummer eins hält. Also du hast Leute, die gucken dann, recherchieren und dann kommen die drauf, dass die sagen, naja, irgendwas ist da unplausibel, ich vertraue da den Experten nicht. Besten Wissens und Gewissens kommen die drauf, aber vergessen dann irgendwie, dass wenn sie einem Experten, der da 20 Jahre mehr Erfahrung hat wie sie selbst, wenn die dem nicht vertrauen, wo kommt denn das Vertrauen in sich selbst dann her? Und das muss Förster ja dann auch mal beantworten. Nicht Vertrauen, Verantwortung. Verantwortung ist das Stichwort. Ich übernehme an dem Punkt mit Verantwortung. Also ansonsten übergebe ich ja die Verantwortung an die Autoritäten. Da kann ich ja immer wieder sagen, die haben das gesagt, deswegen. Ja, aber ich glaube, dass wir in die Krise kommen, wenn wir diese Verantwortung wirklich in manchen Teilen nicht übergeben, weil das heißt ja einfach, wir, gerade in solchen komplexen Sachen wie Virologie, wir oder ich könnte jetzt entscheiden, ist so eine Maske jetzt sinnvoll oder nicht, dann versuche ich meine eigene Unmündigkeit zu entgehen, indem ich ein paar Bücher lese, aber ich komme doch nie dahin, das Wissen eines Drostens mir anzueignen oder die Erkenntnisse, die der hat, da komme ich einfach nie hin. Und wenn ich dann aber jetzt stark mache, so ein Förster oder Anything Goes oder so, dann komme ich nicht dazu, die Gesellschaft sozusagen dermaßen, ganz schlimmes Wort jetzt gleichzuschalten, dass ich überhaupt mit so einer Krise umgehen kann. Und deshalb bin ich manchmal der Überzeugung, dass der Dings hier, Roger Wilhelmsen, recht hat, als er sagte, mit Demokratien schaffst du den Klimawandel nicht. So, das glaube ich mittlerweile schon. Und das ist halt ein Problem, obwohl ich im Herzen auch dem zustimme. Diktatur funktioniert es ja auch nicht. Also das ist ja genauso ein Irrglaube zu meinen, es gibt sowas wie eine reine Diktatur. Das ist ja nur eine Ausformung. Den herzigen Diktator, der denn mal vorbeikommt, der historisch schon so oft vorkam. Wer? Der wohlwollende Diktator. Das funktioniert nicht. Also wenn du 50-50 Dissens hast, dann wird auch ein Diktator nicht lange hart durchgreifen. Dann gibt es halt wieder Revolution. So, dann gibt es Unruhe und dann wird der Klimawandel genauso wenig gelöst. Also ich glaube, dass die Demokratie da völlig unterschätzt wird. Ja, weil zu wenig offen und transparent miteinander gesprochen wird und das politische System noch nicht dementsprechend ausgerichtet ist. Sondern wir haben eigentlich eine eher autoritäre Systematik und nennen es halt Demokratie, aber wir sind noch lange nicht da, wo Demokratie sein könnte, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass Demokratien Geschwindigkeit aufnehmen können und vor allen Dingen erst recht das richtige Instrument sind, solche komplexe Dinge zu lösen. Und eine Diktatur ist da, das mag von außen sehr schnell und so weiter, aber das ist nichts Nachhaltiges und für so eine Klimawandelgeschichte brauchen wir nachhaltige, komplexe Lösungen und nicht mal eben eine Anordnung, so und so sieht es aus. Also wenn wir jetzt anordnen würden, niemand darf mehr fliegen oder keine Ahnung, dann wäre hier ganz schnell Revolution. Ja, hoffen wir es mal. Also nicht auf die Revolution, sondern dass die Demokratie. Revolte oder wie auch immer man das nennt, oder Bürgerkrieg oder keine Ahnung. Ich finde aber auch den Punkt, den möchte ich nochmal gerne stark machen, bei Wahrheit, dass letztendlich, sage ich jetzt mal, auf Individualebene geht es ja bei Wahrheit nicht um überprüfbare Fakten. Ich glaube, davon wird gerne gesprochen, was auch immer jetzt erstmal ein Fakt ist. Ich nehme jetzt erstmal den Begriff und hoffe, dass wir sozusagen alle ein gleiches Alltagsverständnis davon haben.
sondern es geht letztendlich, ich glaube, die Frage nach Wahrheit ist eigentlich auch die Frage nach Koordination von Vertrauen. Es ist die Frage, wem vertraue ich, weil die meisten Dinge, auf die ich mein Handeln begründe, die sind nicht unbedingt sozusagen im Rahmen meiner eigenen Wahrnehmungsspektrum passieren, sondern es sind ganz viele Dinge, die darauf beruhen, dass ich irgendwem vertraue, dass das schon so sein wird. Ich persönlich bin da sehr anfällig für, in ganz vielen Dingen, vor allen Dingen so technische Dinge, von denen ich nur rudimentär mich auskenne, da vertraue ich drauf, dass dieser oder jene Experte das schon stimmt, auch bei Corona, da habe ich ja keine Ahnung von. Und da vertraue ich auch, dass die sozusagen Experten das richtig einschätzen. Auf der anderen Seite kann man auch wieder fragen, okay, welche Experten denn? Es gibt ja Widerspruch. Dann sage ich, ja gut, wir halten uns an den wissenschaftlichen Konsens. Ne? Auch zum Beispiel bei der Klimaproblematik kann man natürlich zurückfragen, okay, woher kennst du den wissenschaftlichen Konsens? Hast du denn alle Studien durchgelesen, dass du wissen kannst, wie denn so der Konsens ist? Dann sage ich, nein, aber das wurde ja, es gab eine Überblicksstudie, die geguckt hat. Es ist ja eine große Frage von Vertrauenskoordination, weil unsere Lebenszusammenhänge so komplex geworden sind, dass die sich ja völlig außerhalb unseres Wahrnehmungsradius und dessen, was wir möglicherweise wissen können, bewegt. Und ich glaube aber auch dann umgedreht ist das auch, um was Patrick gerade nochmal sagte, stark zu machen, das ist ja auch eine Stärke von Demokratie, sozusagen, dass Dinge auseinander differenziert werden, dass es verschiedene Bereiche gibt und nicht eine Person ist, dass man sozusagen auf die Allweisheit eines Monarchen, eines Diktaten, irgendeines Autokraten angewiesen ist, dass der sich schon richtig entscheiden wird, weil natürlich auch immer denn die Frage ist, wem vertraut der denn so für seine Entscheidung? Ja, also, dass Verantwortung an Systeme und nicht an Personen koordiniert ist. Blumenberg Ultra, sagt Thomas, sagt sehr gute Sachen. Da möchte ich ganz schnell dazu sagen, ein kluger Mensch mit der falschen Theorie. Ich würde es genau umdrehen. Und hier Pell sagt, nur weil man in so einem Fall mit Demokratie nicht weiterkommt, davon auszugehen, dass die Aussage eine Diktatur billigt, ist aber eine so nicht gegebene Aussage und auch etwas begrenztes Denken. Das stimmt natürlich. Ne? Ist nicht gesagt, dass die Demokratie da irgendwas rettet. Vielleicht gibt es auch irgendwas anderes. Ich will ja auch keine Diktatur. Also das will ich jetzt auch nicht. Ich habe bloß meine Zweifel, dass so ein langsam gemachtes System, was extra auf Langsamkeit gemacht wurde. Also nehmen wir mal, wenn das Haus brennt, dann machst du ja keine Abstimmung, dann kommt die Feuerwehr und es gibt ja einen Grund, warum solche Strukturen wie Armee und Feuerwehr hierarchisch in Krisen besser, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen dazu, Hierarchien funktionieren in ganz harten Krisen besser, wo es schnell gehen muss und Demokratien in anderen Zeiten halt besser. So. Ja, das hatten wir bei Erich Fromm, genau diese Diskussion, dass tatsächlich das Entscheidende ist aber doch, dass der Zweck verhandelt wird. Beim Zweck der Feuerwehr sind wir uns hoffentlich alle einig, dass es alle gut finden, wenn die Feuerwehr zügig Brände löscht, weil es uns allen zugutekommt. Bei der Armee sieht es schon anders aus. Da haben wir auch andere Diskurse. Weil viele lehnen die Armee ab. Ich glaube, die allerwenigsten Menschen würden eine Feuerwehr ablehnen. Und da gebe ich auch völlig recht. Also ich finde es auch unterkomplex zu sagen, entweder Demokratie oder Diktatur. Natürlich gibt es da noch Zwischenräume. Aber wenn natürlich jemand sagt, Demokratie ist zu langsam, funktioniert nicht, dann muss ich natürlich reflexhaft auf das Gegenteil erstmal gucken, weil es natürlich der andere Pol ist. Aber spannend sind natürlich die Zwischenräume. Das ist ja das, was ich versucht habe zu sagen. Die Demokratie ist noch nicht passend zu der Ausübung. Also die Idee der Demokratie ist gut. Und auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was Demokratie eigentlich ist. Also es ist ja nicht Herrschaft des Volkes beispielsweise. Gedankenkanal fordert ein Technikminister. Der was? Sehe ich aber jetzt. Gedankenkanal fordert im Chat ein Technikminister. So interpretiere ich das, aber ich verstehe nicht ganz den Zusammenhang. Also Gedankenkanal schreiben, haben wir kein politisches Instrument, um Technik zu steuern? Zeit hat die Politik eigentlich die letzten 20 Jahre genug.
Ja, Zeit ist nicht das Problem, sondern was sind die Interessen, die sozusagen verfolgt werden. Also was ich damit jetzt nochmal abschließend, das, was Pale Fail ja gemeint hatte, ja, natürlich ist, ich glaube, er hat es anders gemeint, als du jetzt interpretiert hast, René. Ich glaube, er hat sich eher auf mich bezogen, weil ich dann das Gegenteil sofort als Diktatur bezeichnet habe, weil ich gesagt habe, naja, jetzt Moment, ich verteidige die Demokratie. Okay, wenn du der Angriffspunkt bist, dann ist alles in Ordnung. Nein, aber natürlich ist es in dem Fall begrenztes Denken, na klar. Mache ich ja bewusst, mache ich aber auch keinen Hehl draus, weil ich natürlich das damit hier offen mache und sage, natürlich denke ich als erstes mal in der einfachsten Kategorie und das ist dann das Gegenteil von Demokratie und das ist für mich in dem Fall jetzt erstmal die Diktatur und das ist ja das, was die allermeisten auch im Kopf haben. Also weil die alle sagen, in China klappt das doch alles super, da bauen wir Krankenhäuser in 5 Sekunden und einen Flughafen in 3 Minuten. Warum klappt es bei uns eigentlich hier? Und das ist dann halt naheliegend, diesen Gedankengang zu verfolgen. Ja. Und auch nicht China möchte ich in dem Fall auch gar nicht mit der Kneifzange anfassen, aus dem Grund, weil das ist so ein komplexes politisches System, was ich mich selber gar nicht traue einzuschätzen. Aber genau, ich glaube, es gibt auch politikwissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass natürlich, wie du auch sagtest, Patrick, dass Hierarchien halt oder glaube ich, wart ihr auch euch einig, dass Hierarchien eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen, straffe Hierarchien. Aber dass bei so Input-Output-Untersuchungen in politischen Systemen, ne, also was für Ziele werden formuliert und wie gut werden sie erreicht, dann letztendlich Demokratien besser abschneiden. Und es ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch, im Prinzip ist ja eine Demokratie anzuerkennen, eben um jetzt nochmal den Bezug zu Feierabend zu machen, anzuerkennen, dass die Welt eben nicht so einfach ist, in der eine Wahrheit existiert, die man nur entdecken braucht, um sie dann irgendwie zu verwirklichen, sondern die Anerkennung dessen, dass die Sachen nicht so eindeutig sind, sie sind perspektivabhängig, es geht darum, verschiedene Perspektiven und in dem Fall natürlich auch geht es natürlich ganz klar um Interessenfragen, dass die ausgehandelt werden und möglichst viele Perspektiven ja auch Einzug halten, was es aber auch letztendlich stabil macht, weil das Übersehen von Perspektiven macht natürlich Systeme fehleranfällig. Wenn ich etwas nicht sehe, eine Gefahr, die auf mich zukommt, dann kann ich auf sie auch nicht reagieren. Also das, was ich sozusagen im Moment an, ich glaube nicht, dass wir so eine wirklich praktizierte Demokratie, eine optimale praktizierte Demokratie haben. Also es fängt ja damit an, dass man sagt, im Moment, also wenn man es mal wirklich versucht, einigermaßen wertfrei zu beurteilen, ist es doch so, wir delegieren Macht an immer noch einen sehr überschaubaren Kreis von Menschen, die Entscheidungen letztendlich treffen. Ja, da gibt es dann noch Gewaltenteilung etc. Das ist alles gut, das ist im Ansatz gut. Aber wie wäre es denn, Demokratie wirklich noch breiter zu denken, also in die Bildung zu bringen, in die Schulen zu bringen? Das ist kein demokratisches System. In die Arbeit zu bringen, das ist kein demokratisches System. Das meine ich damit, wenn wir das, also wenn die Demokratie ist für mich die Idee, Macht, Gestaltung auf so vielen Schultern wie möglich, aber nicht jedem Einzelnen zu übertragen. Das wäre, also wenn jeder Einzelne die gleiche Entscheidungshoheit hätte, dann hätten wir Herrschaft des Volkes und dann entscheidet irgendwie nur die Mehrheit. Sondern es muss irgendwie hinzukriegen sein, ein möglichst breites Verständnis von Demokratie und dann in seinem jeweiligen Bereich so viel Macht, Einflussmöglichkeiten zu haben, um im Kleinen Dinge zu gestalten, die wieder ins Große, also auch auf lokaler Ebene immer weiter hoch und eben nicht zu sagen, wir diskutieren jetzt alle ganz wild, stellen Forderungen an diejenigen, die in Berlin hocken und die machen daraus irgendwelche Gesetzgebungen oder Steuersätze und so weiter. Das ist für mich keine Demokratie, das ist ja Parlamentarismus, definitiv, mit demokratischem Ansatz, aber nicht das, was ich persönlich unter Demokratie verstehen würde. Das wäre wirklich Teilhabemöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten und nicht unbedingt Pflicht und so weiter. Aber wenn ich teilhaben möchte, partizipieren möchte und vor allen Dingen auch im positiven Sinn und nicht einfach nur Dinge zerreden und dagegen zu brüllen. Das ist auch keine Demokratie in dem Sinne, sondern Mitgestaltung. Wenn man das ernst nimmt, dann sind wir auch auf einem sehr schnellen Weg.
Aber das ist halt ein langer Weg bis dahin. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du sozusagen, dass man sagt, okay, also wir trennen, Demokratie ist sozusagen ein Modus und den trennen wir jetzt erstmal von Politik. So, da kann es nämlich auch, da kann es verschiedene Modi geben, wie zum Beispiel Demokratie oder Diktatur oder was die alten Griechen sich noch sonst noch für Begriffe ausgedacht haben. Aber das ist natürlich dann auch ein Modus, den man auf andere Bereiche anwenden sollte, zum Beispiel also Demokratisierung der Schulen. In Universitäten wird das ja so ein klein bisschen gemacht. Es gibt ja irgendwie Studierendenparlamente, es gibt den Allgemeinen Studierendenausschuss. Wie viel die zu sagen haben, ist nochmal eine andere Frage, weil es dann ja auch noch irgendwie den Senat gibt. Das ist, glaube ich, von Uni zu Uni unterschiedlich. Aber wenn man dann auch mit diesem, wenn man sagt, es ist Modus, dann kann ich das ja natürlich auch Unternehmen anwenden und dann auch sagen, okay, die meisten Unternehmen würden wir vermutlich als autokratisch oder ja, manchmal haben wir vielleicht Oligarchien, die diesen Modus haben. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also mir geht es darum, also erstens zu sagen, ein politisches System an und für sich lässt sich sowieso nochmal demokratisieren und nochmal demokratischer machen, wie auch immer. Ich glaube, ich hatte mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob das, nee, es war glaube ich im anderen Kontext, das, was Macron gerade versucht in Frankreich, ist ja wirklich diese Bürgerparlamente, die vorher ja immer so Blabla-Veranstaltungen waren. Aber das Neue ist ja tatsächlich, er koppelt das mit Gesetzgebung. Also vorher war es ja immer so Bürgerdebattengeschichten, war ja, lass die Bürger mal untereinander ganz viele Themen debattieren und ich als Präsident oder Präsidentin oder Kanzlerin oder wie auch immer, höre mir das dann gerne an und ich gucke da mal, was ich dann irgendwie umsetze. Und da in Frankreich, das müsste man sich aber nochmal genauer anschauen, das habe ich auch nur aus dem Interview mit so einer Transformationsforscherin, die das als Beispiel genannt hat, da ist es so, dass jetzt erstmal in Frankreich das gekoppelt wird mit Gesetzgebung. Also dass diese Bürgerparlamente tatsächlich nicht nur Dinge belabern, sondern auch beschlussfähig machen. Und das finde ich so, ist so ein spannender Schritt in mehr Demokratie ohne, und das ist jetzt wichtig, an Lenz, der sagt, ich sag mal, Afghanistan-Krieg war wahrscheinlich ca. 80% der Bevölkerung dagegen, schwierig dann von Demokratie zu sprechen. Demokratie ist eben für mich nicht die willkürliche Mehrheit entscheidet sich mal für einen Tag für die Todesstrafe, am nächsten Tag nicht. Und dann wird es umgesetzt. Also so, es ist nicht, Demokratie ist für mich nicht, die Mehrheit spricht und entscheidet. Da unterscheide ich Demokratie. Unabhängig davon, dass ich auch gegen den Afghanistan-Krieg bin und mir natürlich auch mich gefreut hätte, wenn die Politiker auf die 80% gehört haben. Aber es ist dann oft auch die Gefahr, wenn man mit diesen Prozentdingern argumentiert, dass man plötzlich Dinge beschließt, die dann doch nicht so doll sind. Die wiederum andere in Gefahr bringen, die vielleicht Minderheiten in Gefahr bringen. Also Demokratie ist jetzt mehr als einfach nur nach dem Mehrheitsprinzip vorzugehen, was die Bevölkerung gerade abstimmt. Weil da gehört viel mehr dazu. Der Demokratiebegriff ist ja auch sehr bunt. Genau. Also das ist sowieso schwierig. Es ist schwierig, da überhaupt als zwei Staaten zu finden, die man als demokratisch bezeichnet, die das gleiche Konzept von Demokratie haben. Ja. Teldreer fragt, soll eigentlich das ganze Video heute noch zu Ende geschaut werden? Wird, glaube ich, etwas spät. Das ziehen wir jetzt durch bis morgen früh um 6. Nein. Wir werden es heute nicht schaffen. Ich glaube, ich werde auch langsam schon hitzemäßig ein bisschen matschig. Ich glaube, maximal machen wir jetzt noch 10 Minuten. Lege ich jetzt einfach mal fest und wir heben uns den Rest Feierabend für wann anders auf. Wir haben ja weitere Gelegenheiten die Wochen über, um das zu machen. Wir haben ja, also abdriften und sich in neue Diskussionen verzetteln, ist tatsächlich Teil des Formats. Also ja, auch Dinge nicht fast, zu Ende zu gucken, sind Teil des Formats. Wenn wir in Richtung Chat abdriften, ne, das wird keiner übel nehmen, glaube ich. Nee. Also deswegen würde ich jetzt tatsächlich nochmal. Das ist sehr instruktives zu Macron geschrieben. Wie bitte? Blumenberg Ultra hat gerade was sehr Instruktives zu Macron geschrieben. Macron koppelt es an Institutionen, die primär gebildeten Menschen ansprechen, anstatt die anzusprechen, die in Parlamenten sowieso schon überrepräsentiert sind. Ich denke, es ist beim Ansatz stärker zu demokratisieren wichtig, gerade Leute mit einzubeziehen, die sich gerade daraus verabschieden. Vielleicht da ganz kurzer Hinweis,
Matthias Hartmann, den ich persönlich, also den ich sehr schätze, hat dazu, also ist deutscher Elitenforscher, ohne jetzt genau darauf einzugehen, was er gemacht hat. Es gibt Vorträge von denen auf YouTube. Ich kann es nur empfehlen, ich gucke das sehr gerne. Ich, war für mich auch immer sehr instruktiv. Also da tatsächlich nochmal zu dem Makro-Geschichte. Ich muss mir das auch nochmal im Detail angucken. Wie gesagt, ich habe das als Beispiel, als also das wieder zum Thema Vertrauen. Es war aus einem Interview mit einer Transformationsforscherin, die sich seit 30 Jahren mit dem Thema Transformation beschäftigt hat und auch mit Partizipationsmethodiken. Und sie selber hat auch sehr lange darüber geredet, wie wichtig es ist, natürlich verschiedene Gesellschaftsschichten mitzunehmen und wie schwierig es ist, die auch in so einen Prozess reinzunehmen. Also, dass man eben auch Hartz-IV-EmpfängerInnen mit reinholt, alleinerziehende Mütter, ist ja von Natur aus schwierig, die in so Prozesse, weil die Zeit muss man sich nehmen, man muss den Mut haben, damit zu machen, man muss die Scheu ablegen, damit zu machen, weil es ein das klingt ja riesig, ich bin Teil des Bürgerparlaments, da muss man ein gewisses Selbstbewusstsein und so weiter. Deswegen stelle ich mir vor, dass sie das nicht so über diesen grünen Klee gelobt hätte, also so grüner Klee war es jetzt auch nicht, wenn das nicht auch schon Teil dieses Ansatzes ist. Also dass auch in Frankreich man versucht, nicht nur die Akademiker, also dass es wieder so ein Expertinnenrat ist, der dann das macht, sondern dass die auch bewusst versuchen, Teilnehmer aus verschiedenen Gesellschaftsschichten da reinzuholen. Das wäre aber natürlich auch ein wichtiger Anspruch, das auch zu tun, ist auch nicht immer sehr einfach. Und das, da sind wir dann wieder beim Bildungssystem, wenn wir nämlich unsere Bildung Institutionen demokratisieren, würden wir, egal in welcher Schule wir das tun, und das wäre ja auch meine Forderung, das nicht nur in akademisch geprägteren Schulformen zu machen, sondern überall, vom Kindergarten bis zur Grundschule, dieses Demokratieprinzip, was ja auch daraus steht, miteinander zu streiten, Argumente zu finden, all das gehört ja dann zur Demokratieausbildung, wenn man so will, dazu. Dann würde es uns auch eher gelingen, später Leute, egal in welchen Berufen, Schichten und so weiter sie sind, auch in solche Prozesse mit einzubeziehen. Letztendlich. Meiner Meinung nach. Aber das ist ja. Bourdieu sagt dazu, es geht nicht darum, die Karten neu zu mischen, sondern den Tisch umzuwerfen. So. So, so sieht's aus. Da bin ich Fan. jetzt nochmal, ich gucke tatsächlich nochmal in den Chat, ob ich was übersehen habe. Also Steffen, das war nochmal ein wichtiger Punkt, den Steffen Peschel noch mit reingebracht hat, als Thomas, glaube ich, vorher oder einer von, ich weiß nicht, ob René oder Thomas, mit dem Thema Drosten und massenmediale Kommunikation, dass das ja keine Wissenschaft ist. Ich sehe das tatsächlich wie Steffen, der sagt, ist Wissenschaftsvermittlung nicht Teil der Wissenschaft, wenn aber gleichzeitig die Finanzierung von Forschung es schon ist. Klang gerade so, als müsste man die öffentliche Kommunikation so sehr trennen. Also ich sehe tatsächlich, ich bin ein großer Fan der Wissenschaftskommunikation, das als wichtige Brücke. Und klar ist dann die Gefahr, wenn man das natürlich auch noch auf Personen und so weiter zentriert. Und es ist ja so, weil Drosten es halt gut erklären kann und andere ja offenbar nicht. Und auch da ist es wieder so ein Ding, wenn ich Wissenschaftler gleichzeitig auch so ein bisschen für Kommunikation fit mache oder das integriere, ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil, die Vermittlungsarbeit. Aber wie seht ihr das? Oder einer von euch, der das genannt hatte als Problem? Ich würde das jetzt mal an mich adressieren. Also aus meiner Perspektive, aus meiner theoretischen Perspektive würde ich sagen, naja, Wissenschaft ist ja eben nicht Personen. Also Wissenschaftler sind nicht Wissenschaft. WissenschaftlerInnen sind Personen, die sich in der Wissenschaft bewegen, aber auch zwischendurch mal zu Hause sind und mal zur Bank gehen und Dinge kaufen und so weiter. Das ist ja was Abstraktes sozusagen, der, wenn man so will, vielleicht ist ein Diskurs ein gutes Wort, ne? Der funktioniert nach gewissen Regeln. Man kann jetzt, natürlich laufen so Sachen, Forschungsprojekte sind von Finanzierungen abhängig, aber man kann jetzt nicht in den Diskurs einsteigen und sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Paper, da steht drin, ich gebe euch 20 Euro und dann ändert ihr eure Meinung. Das würde nicht funktionieren. Von daher würde ich sagen, Wissenschaft ist abgetrennt davon. Es ist ein Diskurs, der stattfindet und der wird beobachtet. Und es ist immer die Frage, welche
Was stellt Wissenschaft anderen zur Verfügung, wie wird da beobachtet? Weil natürlich Wirtschaft guckt auf die Wissenschaft und sieht das unter ökonomischen Gesichtspunkten. Und es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass Wirtschaft Forschung fördert, die sie ökonomisch verwerten kann. So, das ist tatsächlich, würde ich sagen, das ist tatsächlich irgendwie vorhersehbar, dass genau das passiert. Und auch natürlich, wenn über politische Institutionen wissenschaftliche Projekte gefördert werden, wird das auch politisch beobachtet. Und wenn Wissenschaftskommunikation stattfindet, jetzt weiß ich nicht genau, was damit jetzt genau gemeint ist, wenn es sozusagen in die Massenmedien geht, dann wird natürlich zwangsläufig, weil das die Logik der Massen, also von massenmedialer Kommunikation ist, wird das da nach gewissen Gesetzmäßigkeiten funktionieren und gewisse Formen annehmen, weil wenn es diese Form nicht angibt, findet es massenmedial nicht statt. Wobei ich halt nicht jetzt genau weiß, ich weiß nicht, Patrick, ob du mir dazu jetzt mehr sagen kannst, ob es denn bei Wissenschaftskommunikation, könnte ich mir jetzt halt in zwei Richtungen vorstellen. Natürlich einmal massenmediale Kommunikation, aber letztendlich ist ja auch sowas, kann man ja auch sozusagen könnte man es ja auch pädagogisch begreifen, Wissenschaftskommunikation. Also, dass es nicht an ein anonymes Massenpublikum vermittelt wird, sondern an spezifische, adressierbare Personen. Naja, ich glaube, der Begriff schließt beides mit ein. Also sowohl die Wissenschaftspädagogik, wenn man so will, wenn man es so nennen mag. Also eigentlich ist es die Vermittlung von der wissenschaftlichen Arbeit, also wie arbeitet die Wissenschaft, das der breiten Masse natürlich zu vermitteln, im bestmöglichen Sinne, die Erkenntnisse, die Wissenschaft zwischendrin tut, Zwischenstände. Das Unglückliche, was natürlich passiert, also das ist auch wieder so ein ideales Ding, wo ich sagen würde, ja, das ist ideal. Was natürlich aber passiert oftmals, ist dann eben diese massenmediale Logik, wie du ja schon gerade angedeutet hast, die dann eher auf Krawall, weil sie mit Krawall wieder ökonomische Vorteile hat, weil mehr Klicks und so weiter. Das heißt, deren Interesse ist es ja nicht, die Wissenschaft in idealem Lichte darzustellen, sondern die wollen Stories produzieren, die mehr Leser generieren oder mehr Klicks, mehr Eyeballs, mehr Aufmerksamkeit. Und die leben dann wiederum von Disputen und nicht nur einfach Disputen, sondern von richtig Beef. Da muss es richtig persönlich werden. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass dann natürlich als Drosten, der am Anfang versucht hat, natürlich seine Person da zurückzunehmen in der Kommunikation, was ihm natürlich nur bedingt gelingt, weil die Person immer mit dranhängt. Das hätte man ja auch einfach seine Worte nehmen können und durch irgendeinen Computer aussprechen lassen. Hätte man auch so machen können, aber es wirkt natürlich anders mit der Person jeweils. Und das Problem war dann plötzlich, wenn andere Wissenschaftler dann aufgetreten sind, die ihm widersprochen haben öffentlich oder wie auch immer, dass das dann auch überinszeniert wurde. Das war ja dann auch das Beispiel mit der Bild-Zeitung, wo sich Drosten ja bitte innerhalb von 30 Minuten Stellung beziehen sollte, bevor der Artikel rausgeht und solche Geschichten. Da geht es den Massenmedien nicht um Erkenntnisse und dem Interesse darzustellen, wie Wissenschaft arbeitet, sondern denen geht es dann wirklich um andere Dinge, nämlich Klicks und möglichst Aufregung, Erregung zu erzeugen. Und dann wird Wissenschaftskommunikation natürlich schwierig bis unmöglich. Und das, finde ich, aber macht Drosten ganz gut in diesem Format. Und nicht nur Drosten, da steckt ja auch eine Redaktion dahinter. Die versuchen ja genau das auch wieder offen, transparent zu machen, zu thematisieren. Also das Spannende finde ich, dass sie nicht nur über das Virus sprechen und die Erkenntnisse, sondern gleichzeitig dann noch Metakommunikation über Wissenschaftskommunikation machen. Natürlich sehr gefärbt, weil es ist ja einer, den es da betrifft, aber zumindest schätze ich den Versuch, das zu machen. Und das würde ich mir auch mehr wünschen, also diese Offenheit, wo er dann auch sagen kann, ja, vorgestern war noch die Erkenntnis, aber wir wissen noch so wenig und jetzt kommt das Neue und erklärt dann auch, wie das mit diesen Paper Pre-Veröffentlichung etc. läuft. Das wissen ja die allerwenigsten. Und ich finde, das ist wiederum eine wichtige Aufklärung, damit Leute überhaupt verstehen, wie dieser Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Und ich finde, das machen sie gut, wenn man gewillt ist, dem länger zuzuhören und nicht einfach nur irgendwelche Schlagzeilen lesen möchte bei Fokus. Der Drosten wird doch
eigentlich nicht anders behandelt wie andere Prominente jetzt im die sich öffentlich äußern. Wenn man jetzt mal Luhmann, ist ja nach 0 Uhr, da geht das mal, Luhmann, das ist ja, der tritt ja sozusagen nicht in einem Wissenschaftssystem also Personen treten da nicht, aber um das jetzt einfach zu halten, die Person spielt er ja nicht im Wissenschaftssystem, sondern ja, welches ist das politische System, Thomas, oder was auch immer, und da gelten andere Logiken. Und da, wer da drin spielt, wird genauso behandelt wie jeder andere. Also wenn Drosten jetzt fremdgehen würde oder so, wäre das ein Thema, so wie wenn ein Politiker sich äußert. Da wird jede kleine Äußerung, wird da aufgebauscht und so. Deshalb glaube ich gar nicht, dass da irgendwas Neues zu beobachten ist. Irgendwas anders, als es immer ist, nur halt der Hintergrund. Die Hintergrundfolie ist dann halt Wissenschaft, Corona diesmal, und irgendwann ist es wieder was anderes. Dann ist irgendein Politiker, der mehr Fahrradwege einführen will, und dann wird darüber geredet, und dann wird der genauso ins oder irgendein Fachexperte oder eine Expertin zu irgendeinem Thema. Also ich glaube, das Neue ist tatsächlich, also es gibt ein neues Element an der Sache. Also klar, diese klassische Berichterstattung dann über die Dispute, das ist das Alte. Das Neue ist, glaube ich, war wirklich dieser Podcast. Also für ein Massenmedium-System war dieser wöchentliche oder sogar drei oder fast täglich war es ja eine Zeit lang, wo sie sich bewusst Zeit genommen haben und in Ruhe gesprochen haben. Und dass das gleichzeitig auch von der Reichweite ein enormer Erfolg war, dass die Leute das auch regelmäßig lange gehört haben. Nicht alle und so weiter, aber das fand ich schon, ist ein neuer Aspekt in diesem Mediensystem gewesen. Aber da würde ich gerne mal den Thomas hören, ob da dieser Podcast wirklich sozusagen das Wissenschaftssystem und das politische System sozusagen, die ja operativ geschlossen jeweils sind und nicht ineinander eintauchen können, laut Luhmann, ob das der Podcast so ein bisschen sozusagen durchbohrt hat. Ich muss sagen, ich habe den Podcast nicht gehört. Oh je. Shame on me, shame on me. Ja, weil du gesagt hast, das ist kein geschlossenes System mehr. Da beschäftige ich mich nicht mehr damit. Das gibt es gar nicht. Welcher Podcast? Ich habe da keinen gesehen, das kann es nicht geben. nein, aber ich sage jetzt mal so ins Blaue. Ich kann es mal sagen, wie ich es so aus der Theorie heraus vermuten würde. Ist natürlich, sage ich mal, weil es ist jetzt irgendwie ein massenmediales Ding, dieser Podcast. Also insofern weder Wissenschaft noch Politik. Aber und er folgt natürlich dann auch sozusagen massenmedialen Logiken, wo es letztendlich um Massenmedien ist ein schwieriges Feldsystem, du das ein bisschen umstritten. Aber wo es letztendlich vielleicht um Aufmerksamkeit geht, um Aufmerksamkeit zu generieren, weil natürlich könnte da auch der Drosten stehen und im Prinzip 1:1 sein Paper vorlesen, sozusagen. Also das wäre dann die reine Wissenschaft und jedes Argument, und das wäre alles, alles sehr stringent und für die eingeweiht sind, auch nachvollziehbar, aber wer ist das schon? Und letztendlich, also es wird keine Aufmerksamkeit erregen. Also dann könnte dieser Podcast stattfinden, den wird sich aber niemand anhören. Ja. Und sozusagen ist das vielleicht der Versuch, eine massenmediale Form, also wenn man so will, Massenmedien beobachten natürlich auch Wissenschaft, beobachten alles, also Systeme beobachten sich alle gegenseitig und greifen sozusagen das Corona auf. Und an dem Stelle nochmal wichtig, Personen kommunizieren nicht. Personen sind, keine Ahnung, Wahrnehmungsartefakte. Und deswegen, und weil Corona irgendwie Aufmerksamkeit in der Lage ist, Aufmerksamkeit zu binden, wird es in einen Podcast überführt, weil der auch sozusagen, es ist eine Form, die es ja so in klassischen Massenmedien nicht gab, ne, mit der Zeit, die da ist, die man da hat, auch solche Themen auszubreiten, das wäre ja im Fernsehen nicht möglich gewesen.
Also wäre schon, aber man könnte das nicht in der Zahl machen, wie es Podcasts gibt. Also es ist letztendlich ein Kalkül darüber, was Aufmerksamkeit bringt. Und das wird dann sozusagen von massenmedialer Kommunikation aufgegriffen. Dass dann auf der anderen Seite natürlich auch Wissenschaft das beobachtet, dass das passiert, dass Politik aber auch beobachtet, dass dieser Podcast passiert. Und dann natürlich auch dann irgendwie in seine Logik von Macht umwandelt und das weiter kommuniziert. Das ist so im Prinzip der Punkt. Deswegen, ich finde Wissenschaftskommunikation ganz spannend, aber ich muss sagen, ich habe halt das Thema Wissenschaftskommunikation habe ich intellektuell nicht durchdrungen. Also da würde ich mich zurückhalten, dazu was zu sagen. Aber das wäre jetzt, sage ich mal, so jetzt ansatzweise, wie man es vielleicht klassisch darstellen würde. Ne? Also es findet einfach etwas statt. Das hat kein bestimmten Ziel, das hat keinen bestimmten, das hat jetzt keinen tieferen Sinn in dem Sinne, sondern es findet statt, weil es in der Lage ist, Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist der Grund, warum es denn massenmedial stattfindet. Ja. Und es wird so lange stattfinden, wie es Aufmerksamkeit generiert. Genau, und ich meine, dass es Aufmerksamkeit generiert hat, war ja wiederum, und da schließt sich ja der Kreis, zumindest bei den ersten, immerhin haben wir 12 Minuten Feierabend geschafft, was Feierabend ja gesagt hat, mit der Suche nach Sicherheit und Orientierung. Das, ja, anything hat sozusagen, goes. Das hat sozusagen dieser Podcast dann letztendlich geliefert an einem Punkt, was ich aber halt, wie gesagt, spannend fand. Man hätte es ja auch anders machen können, nämlich das, was ja auch parallel stattgefunden hat in irgendwelchen Talkshows, wo Leute sich gegenseitig anbrüllen. Da haben sich halt Leute wirklich Zeit genommen, ausführlich zu sprechen und so weiter. Das, was gleichzeitig sowohl von Wissenschaftlern wie auch von Politikern, wie auch gleichermaßen sozusagen ja auch antizipiert wurde. So. Das war für mich zumindest neu. Vielleicht war es in der Mechanik nichts Neues. Das kann schon sein. Aber für mich als Medienmensch war das schon was angenehm anderes. Vielleicht gab es das früher auch schon, wo man sich Zeit für Menschen und ihre Gedanken genommen hat. Das, ich so glaube, neu in ist das jetzt auch uralte, nicht. Uralte ja, Videos aus den schon. 60ern oder so, da hast du bequemse genau. Und reden stundenlang. Aber ist dann irgendwann weggekommen wieder. Ja. So, Moritz Jammes, jetzt müssen wir wirklich langsam zum Abschluss kommen. Moritz Kleng, sprechendes Denken darüber, wie Podcast-Erkenntnis theoretisch genutzt werden können, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, weil es tatsächlich, und ja, so wie heute Abend auch, ist es sprechendes Denken, finde ich, tatsächlich den spannendsten Ansatz überhaupt. Das ist eine Form von Wissenschafts... wie auch immer. Naja, das ist vielleicht das, was Feierabend auch gefallen hätte. Anstatt bestimmt, in diesem Laborkämmerchen irgendwas vor sich hinzuschreiben, dann irgendwie per Prepress irgendwo raus. So. In diesem Sinne, ja? Ja, vielleicht, ja, aber das sprechende Denken, ja, aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das in einem größeren Rahmen mit mehr Publikum stattfinden würde. Es ist ja schon, sage ich jetzt mal, eine Nische, die wir ich weiß gar nicht, wie viele hier sind und dem Zuhören bedienen. Aber es ist natürlich, gerade bei diesem sprechenden Gedenken, es ist ja viel Ungares, Unreifes. Also, ja, aber das ist ja oftmals das. Dabei. Und das bietet natürlich, also entweder ist man, sage ich mal, psychisch abgesichert, sich selbst da sozusagen irgendwie ein bisschen albern zu machen, indem man ausgereifte Gedanken ausspricht. Ja. Oder es ist einem verständnisvollen Publikum geschuldet, das dann auch mal sagt, dass ich kluge Sachen sage, weswegen ich sehr dankbar bin. Dankeschön. Aber das liegt daran einfach, man wirkt klug, wenn man Dinge in Frage stellt. Ja, also deswegen, aber das ist ja Teil, also deswegen, es ist ja weniger... Dieses Format hier ist ja weniger, wir sagen euch, wie es ist, sondern wir gucken uns an, was sind eigentlich die interessanten Fragen, warum es vielleicht so nicht ist, wie es ist oder scheint oder wie auch immer. Und da bietet sich sowas natürlich wesentlich besser an. Deswegen, ich danke euch beiden schon mal sehr herzlich, dass ihr spontan mit am Start wart. Und
Teldrea schreibt auch, eure Gesprächsrunde in der Konstellation zu dritt war klasse. Kann ich so bestätigen. Ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Und ja, wie gesagt, Sozioplus wird es öfter geben. Das ist nur der klar. Liebe Kuhn kam zu kurz. Wer? Aber der liebe Kuhn kam zu kurz. Aber Dings, Teldrea hat ja Feierabend. Ach so, ja. Teldrea hat ja geschrieben, sie mochte das Video sowieso nicht, müsste sie aber mal erklären, warum sie das Video nicht mochte. Ich finde das doch klasse. Ja, ist ja Geschmackssache. Ich glaube, Teldrea war auch beim letzten Mal, wo schon, ich glaube, ihr ist es wichtiger, wenn man keine das Sprechen, das Denken ist ihr wichtiger als Videos angucken, weil die Videos kann man sich ja tatsächlich auch so nochmal angucken. Und das kann ich ja auch verstehen. Naja gut, aber das Konzept könnte ja auch sein, man zieht so ein Video durch, bricht dann ab und macht immer so ein kurzes Review, anstatt 11 Minuten und dann abzuschweifen, 3 Stunden. Das ist halt, das wirst du wahrscheinlich experimentell noch erforschen. Genau, also für mich war tatsächlich, ist das Video eigentlich immer nur eine Einstiegskrücke. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Mir ist es wichtiger, mit Leuten zu sprechen und auch mit dem Chat in Interaktion. Das ist mir wesentlich wichtiger, als jetzt ein Video zu gucken. Video ist quasi nur der Einstieg, der Icebreaker, wenn man so will. Und je länger man ein Video guckt, desto schlechter ist eigentlich die Teilnahme im Chat in der Diskussion und so weiter. Aber vielleicht wäre es dann in zu versuchender Modus, dass du vorher dir bestimmte Sequenzen aus dem Video rausnimmst. Aber das ist ja so anstrengend. Achso, okay. Brauchst eine Sekretär, eine Sekretärin. Okay. Ja, das bräuchte ich gegebenenfalls. Ja, also ich selber nicht. Deswegen ist es, also lieber mache ich dann einfach Teil 2, 3 und 4 und steige dann beim nächsten Mal wieder hier ein, wenn mir das auch wichtig erscheint. Und ich finde es auch besser, nicht auch dieses Vorselektieren finde ich dann auch wieder schwierig, weil das ist ja dann mein Vorselektieren. Ich hätte mir schon gerne, gucke ich mir dann schon dieses Rohmaterial an. Aber so. Gut, aber 44 Minuten ist ja absehbar, dass das nicht klappt. Ja, ich hatte tatsächlich die Hoffnung, länger zu gehen, aber ja, die Erfahrung lehrt mich jetzt auch empirisch gesehen, das wird nie funktionieren. Empirie schmerzt. Ja. Aber wie gesagt, auch da, das ist für mich eher eine Krücke, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und weniger jetzt ein Video zu gucken. So. Steffen Peschen, bin später dazugestoßen, wäre es eigentlich Feierabend. Ja. Let me ja, fangen wir mal an. Ich glaube, er hat es auch nur halb ernst gemeint. So, Teldrea schreibt, ich bin ein Vibe, ja, und ich mochte das Video nicht, weil ich dem Kerl irgendwie nicht zuhören könnte. Ja, das ist tatsächlich dann auch immer Geschmacksfrage. Genau, also wie gesagt, anything goes oder not. Oder wie auch immer. Habe ich noch irgendwas Wichtiges aus dem Chat übersehen, bevor ich jetzt hier Schluss mache? Ich glaube nicht. Und wenn, dann einfach bitte beim nächsten Mal nochmal ins Spiel bringen. Das wird ja sicherlich passieren. Ich habe auch schon ganz viele neue Themen im Hinterkopf rausgesucht. Hier die... Der jetzt wiederbelebte Sovi-Stammtisch hat ja, glaube ich, auch noch ein paar Ideen gehabt. In diesem Sinne, es ist sehr spät, es ist immer noch sehr, sehr heiß. Bei mir im Raum noch viel, viel heißer. Ich zerfließe und eigentlich wollten wir vor einer Viertelstunde Schluss machen. Aber jetzt wirklich, ich danke euch allen, dass ihr so lange dabei wart und mitgedacht, mitdiskutiert habt. Ja. Und, doch ein interessanter, interessantes Publikum. Ja, definitiv. Ja. Und wie gesagt, das darf gerne noch wachsen, ihr dürft es gerne weitersagen, aber bitte nur denen weitersagen, die genauso cool sind wie ihr. Das ist die einzige Regel. Niemanden, der so cool ist wie wir. Das können wir nicht. Ja, also aber ihr und der versuchen. Chat quasi. Also ihr und der Chat, vielleicht hat der Chat dann, kennt dann tatsächlich noch ein paar coole, weil ich will ja nicht, dass jetzt das einfach so ein Massenphänomen werden würde, sondern ich will ja eher die Gesprächsqualität, die wird dann irgendwann schwierig. Deswegen, ja, so ist das. Das hören sich gut. Wahrscheinlich auch viele im Nachhinein an und da ist es dann
besser du hast einen Chat, der inspirierend ist, und dann hören die, die sich das dann später anhören, eine andere Qualität natürlich. Genau. Und dann bist du halt wieder in der Komplexität, dass du, wenn das dann zunimmt, brauchst du wieder Moderatoren für den Chat. Dann reichen die quasi noch die interessanten Rachen, aber dann wird's. Dann bist du Massenmedium. Ja, das wird dann auch nicht so schön. Es hat alles Vor- und Nachteile, sagen wir so. So. Genau, danke, adios, sage ich auch. Gute Nacht, Celria, gute Nacht, ihr Lieben. Wenn jemand eine Lösung hat, wie man mit Philosophie und Hitze umgeht, meldet euch bei Patrick. Absolut, sehr gerne. Dann auf ganz bald. Ich habe noch keinen konkreten Sendetermin im Kopf. Das ist auch alles immer relativ spontan. Aber grundsätzlich könnt ihr euch mal so die Zeiten ab 22 Uhr und für die großen Themen, wenn ich mir dann nochmal spezielle Gäste zu einem besonderen Thema suche, wird es wahrscheinlich so 20 Uhr sein unter der Woche. Haltet euch auf dem Laufenden, ihr werdet es mitkriegen, ihr seid ja auch jetzt schon öfters dabei, also ich mache mir da keine Sorgen. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht. Tschüss. Kühlt euch.